So, ich würde sagen, wir warten noch Minuten. Die Anzahl ist schon fast erreicht. Und sonst dürfen wir die Leute sehr gerne, nachdem es gestartet ist, natürlich sehr gerne zu uns dazustossen lassen. So. Das scheint schon mal gut zu klappen. Ich hoffe, auch die, die jetzt gerade die letzten 1 Minuten zugestoßen sind, hören mich, sehen mich, verstehen mich gut und sehen auch den Bildschirm mit der Titelfolie zum Social Media Update 2020. Ich nutze sonst gerade die Gelegenheit, wenn wir noch geschwind da am uns warm laufen sind, zum Fragen, ist Schweizerdeutsch für alle in Ordnung oder soll ich das auf Hochdeutsch machen, was ich sehr gerne natürlich machen tue. Ich ganz kurz in den Chat hineinschreiben, ob Deutsch oder Schweizerdeutsch gewünscht ist, dann kann ich das dementsprechend so umsetzen. Danke, Nico Wacker, merci vielmals. Danke fürs Feedback. Schweizerdeutsch soweit okay. Wunderbar, danke Felix Maron, merci. Wir sind ja bei so einem Webinar in einer sogenannten Demokratur. Das heisst, die, die mitschreiben und mitdiskutieren, die bestimmen. Ja, das ist nicht ganz demokratisch, aber demokraturisch. Und dann funktioniert das ja auch wunderbar. So, und ich würde sagen, da jetzt 5 ab 4 ist und es ist Freitag, nehme ich mal an, die, die da sind, sind da. Und der Rest freut sich dann bestimmt über Aufzeichnung. Ich sage ganz geschwind ein, zwei Sachen am Anfang zu dem Webinar, wo live stattfindet, wo wir dann aufzeichnen, wo wir dann schauen, dass wir so viele Fragen, wie auch da sind, können laufend einbauen. Das ist der Vorteil von einem Live-Webinar, das jetzt vom Kaufmännischen Verband organisiert wird mit mir und nützt das dementsprechend auch, dass das Ganze auch ein bisschen interaktiv wird. Und ich würde sagen, damit legen wir los und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus Winterthur in die grosse Schweiz. Da aus, ich freue mich, dass so viele den Weg gefunden haben, online mir heute Nachmittag zuzuhören, mit mir da mitzudiskutieren und allenfalls das eine oder andere Neues mit auf den Weg zu bekommen und zu lernen. Ganz kurz zu mir, wer bin ich und was mache ich? Mein Name ist Roger Baselerocca, ich bin in Winterthur ansässig, bin allerdings halb Schweizer, halb Spanier und habe seit 1997 mit der IT zu tun. Das heisst, ich habe bei IBM angefangen und habe seitdem schon die ganze IT mitgestaltet, miterlebt. Habe dann 12 Jahre Private Equity können betreuen im Ausland, dort vor allem die ganze New Economy-Geschichte. Das sind auch Sachen zum Teil, die man auf der rechten Seite sieht im Rahmen von neuen Geschäftsmodellen. Vielleicht erinnert sich die ein oder andere noch an Napster, damals natürlich hoch illegales File-Sharing und Musik teilen, heute Selbstverständlichkeit mit Spotify, alles legal mit entsprechenden Tantiemen, aber auch die ganze Veränderung, die man mitmachen von Alta Vista Suchmaschine bis hin zu Google Assistant mit der ganzen Künstlichen Intelligenz, das sind Themen, die mich vor allem heute beschäftigen im Rahmen von unserer Agentur, wo wir unterwegs sind seit 2012, wo wir schauen, dass Firmen im In- und Ausland verstehen, wie digitale Geschäftsmodelle aufgebaut werden. Das heisst, es sind Firmen, kleinere wie grössere, wo sich die Frage stellen, wie funktioniert digitales Marketing, was muss ich wissen im Bereich Analytics und SEO. LinkedIn ist ein grosses Thema, haben die letzten 2 Jahre aufgekommen, ist natürlich allgemein Social Media. Was kann, was darf, was soll und da sind wir unter. Aber es geht heute nicht um mich, es geht darum, dass Sie vor allem viel profitieren können von Wissen, von Tipps und von Trends und was kommt auf uns zu im Rahmen von digitalem Marketing im Allgemeinen und Social Media im Spezifischen, so Statistiken und Trends, die sicher interessant sind
Fehler, Stolpersteine, was gibt es da allenfalls zu beachten, was muss man so ein bisschen wissen, auch im Rahmen von welchen Kanälen sind relevant, auch im neuen Jahrzehnt, was kommt auf die Zone, geht der Reis, gibt es Tools und Hilfsmittel und wie kann ich mich allenfalls aktiv mit meinem Content positionieren und natürlich auch, wie wo anfangen, was gibt es dort für. Das ist ein Wiesen für Geschäfte. Natürlich, neben den ganzen Themen ist noch wichtig, dass wenn irgendetwas ist zwischen ihnen, darf natürlich jederzeit sich melden, darf einen Kommentar schreiben im Chat, darf sich auf unstumm schalten und mitdiskutieren. Man darf sehr gerne Screenshots machen. Ich freue mich, wenn die gepostet werden und mich ganz kurz erwähnen tut. Wir dann, wie gesagt, nach dem Webinar eine Zusammenfassung verschicken von dem Ganzen zusammen mit dem Video, was man anschauen kann. Und sollten irgendwelche Fragen sein, kann man die sehr gerne auch im Nachgang stellen. Ich habe da E-Mail-Adresse eingerichtet mit frage@rogerbaser.ch. Da kann man sich sehr gerne auch im Nachgang von dem Webinar noch bei mir melden und die ein oder andere Frage natürlich sehr gerne klären. Und ich habe so ein bisschen zum Ziel in diesen Schulungen, die ich da auch und auch für den kaufmännischen Verband darf machen, dass ich immer versuche zu schauen, dass die Leute können Vertrauen bekommen können. Vertrauen bekommen in das, was zu machen ist und was zu machen gilt. Weil ich glaube sehr fest daran, wenn man Vertrauen hat, dass man Spass haben kann. Wenn man Spass hat, kann man vielleicht die Welt ein bisschen zum Positiven verändern und vielleicht auch bewegen. Und damit das Ganze nicht nur ein Monolog ist, sondern auch ein Dialog, möchte ich sehr gerne auch Sie ein bisschen aktivieren im Rahmen dessen, von wegen, vielleicht haben Sie Vorstellungen, Erwartungen, Themen, die Sie interessieren können im Rahmen von Social Media 2020 und digitalem Marketing. Für das ist der Chat da, sofern den alle bereits entdeckt haben, kann man das sehr gerne da nutzen. Gibt es Fragen, gibt es Themen, die Sie heute im Rahmen von dem Webinar oder allgemeiner Natur würden interessieren, dann kann ich Sie sehr gerne motivieren und bitten, das mal einzutragen. Ich gebe dieser Sache gerne ein, zwei Minuten Zeit und nehme einen Schluck Wasser. Gibt es Fragen, Themen, die von Interesse sind, von allgemeiner Natur? Scheint momentan nicht der Fall zu sein, ist ja gar kein Problem. Ah, voilà. Priorisierung von Social Media Kanälen, Verkauf, Promotion von Produkten. Man kann nicht alles, jawohl, das ist so, genau, ja, Fokus, was kann man da machen? Danke vielmals. Priorisierung, sicheres Thema, tue ich gerne einbauen. Danke. Löst TikTok bald unsere bekannten Social Media Kanäle ab? Nein, macht es nicht, aber ich zu TikTok sage noch etwas, jawohl. Danke vielmals dafür. Sind wir alle vorwahrscheinlich, ja. So, wenn es sonst keine weitere Frage gibt, kann man sich natürlich sehr gerne auch später nochmal im Rahmen von der Präsentation melden und Fragen einschreiben. Ich versuche, die so gut wie es geht, jeweils zu beantworten, respektive darauf zu schauen, wenn es etwas gibt. Das läuft mir da parallel auf meinem zweiten Bildschirm und ich versuche das, wie gesagt, laufend einzubauen. Bevor wir loslegen und bevor wir da uns ins Thema reinstürzen, ein, zwei Sachen voraus. Das Thema, das wir heute ja haben, ist ein sehr englisches Thema, Deutsch-Englisch. Und da gibt es immer wieder Begriffe und Begrifflichkeiten, die vielleicht für die einen oder anderen nicht so geläufig sind. Und ich versuche, so gut wie es geht, die entsprechenden Begriffe auch auf Deutsch oder, wenn es es auf Englisch gibt, nur auf Deutsch zu erklären. Sollte es aber trotzdem mal einen Begriff geben, ich weiß nicht, wie fit Sie auf dem Thema Social Media und Digital grundsätzlich sind, aber sollte es irgendwelche Fragen geben von Begriff oder Abkürzungen, Themen, die noch nie gehört haben, können wir jederzeit eine Chat-Nachricht schicken, eine Frage stellen
Und damit da alle auch mitkommen, unbedingt immer fragen, wenn etwas nicht verständlich sollte sein, wie wir das Ganze einbauen können. Da die Folie habe ich mitgebracht, um so ein bisschen aufzuzeigen, was es da für Begrifflichkeiten gibt. Und keine Angst, wenn jetzt da die Hälfte nicht verstanden werden sollte oder ein Dreiviertel oder sogar nur ein, zwei, überhaupt kein Thema. Und dann die Sachen anschauen, respektive versuchen, so gut wie es geht, in der Praxis auch aufzuzeigen. Und damit sind wir auch schon mitten drin, so in dieser Einführung zu dem ganzen Thema Social Media und digital. Und ich erlaube mir immer so wie natürlich Themen, wo der Titel sehr spannend ist, Social Media, ein bisschen Fächer, ein bisschen aufzumachen, wegen was bedeutet das überhaupt in der neuen Dekade jetzt zum einen, aber auch natürlich für uns als Nutzerinnen und Nutzer, was kommt auf uns zu und was muss da ein bisschen gewusst und verstanden werden. Und wenn ich so zurückschaue während der letzten bald 23 Jahre, dann sehe ich vor allem eins, und das ist, dass das Thema Aufmerksamkeit enorm gering ist und immer weniger wird. Man redet heute eigentlich von 8 Sekunden Aufmerksamkeit, die man hat, und einer Aufmerksamkeitsspanne von maximal 15 Sekunden, die die Leute heute haben. Das heisst, wenn nach 8 Sekunden nicht wirklich etwas Spannendes passiert, spätestens nach weiteren 15 Sekunden ist eigentlich der Die ganze Geschichte ist bereits gelaufen und die Leute haben keine Lust mehr weiter zu. Also ich bin froh, sind wir bereits 10 Minuten in unserem Webinar drin und es ist nicht die Hälfte rausgelaufen. Dementsprechend etwas, was ich mitbekomme, draußen auch bei Kundinnen und Kunden. Und dort geht anschliessend, es ist auch ein Webinar, ein Video, das eigentlich da abgespielt wird, live zwar, weil Videos kommt immer besser an. Trotzdem merken wir auch, dass das Ganze zuhören immer schwieriger wird, die Botschaft überbringen. Die Leute haben heute keine Zeit und keine Geduld mehr, um extrem viel und lang zuzuhören. Und das heisst, dass eigentlich die Leute immer schlechter abhören. Ich werde nachher mal etwas dazu sagen. Und wie so oft im Leben ist es eben kein Sprint, es gibt kein kurzfristiges Ergebnis. Aber wenn man immer wieder so ein bisschen mitbekommt von diesen neue Superstars, die sich da irgendwie auf Facebook und Co. tümmeln und sagen, ja, du musst nur das und das Webinar besuchen und die Checkliste abladen und dann wirst du zum Instagram-Millionär. Die Geschichten funktionieren leider wirklich nicht. Es ist ein Marathon und niemand interessiert sich für irgendwelche Produktplatzierungen oder auf irgendwelche Werbungen, außer sie sind interessant und spannend für den entsprechenden Nutzer, wo man das Problem nicht kann lösen kann. Alles andere funktioniert leider nicht. Das heisst für uns unbedingt im Rahmen von der Priorisierung, dass wir uns Gedanken machen über Budgets und Ziele. Wo können wir Geld ausgeben? Wo darf man Geld ausgeben? Man darf unbedingt auch mal als Schweizer und Schweizer über Geld reden, vor allem bei Social Media, weil es ist eine aufwendige Geschichte und natürlich ist es kostenlos, aber es darf nie umsonst sein. Und das bedeutet für uns, dass wir ganz klar wissen, was funktioniert und was nicht. Und das können wir nur dann, wenn wir auch ein Messkonzept haben, sprich mit Analytics auch wissen, wer können wir besuchen, was machen sie und wie funktioniert das Ganze. Auch das Thema Bewertungen, wo immer wichtiger wird, sei es über Google, Facebook oder andere Geschichten, es wird immer schwieriger, die Leute sind nicht mehr bereit, heute kostenlose Bewertungen abzugeben. Bewertung muss heute etwas wert sein. Ich habe da eine Anekdote von Amazon, wo, wenn mir jetzt etwas bestellt über Amazon Prime, gibt es mittlerweile bereits Gutscheine von 30 bis 50 Dollar zum Teil, wo der entsprechende Hersteller für eine Bewertung fragen tut. Und das sind schon Preise, die man heute eigentlich zahlt für eine gute Bewertung. Natürlich muss es nicht unbedingt die Schule machen, aber es zeigt sich im Trend von wegen, wenn die Leute heute wirklich etwas davon haben, dann machen sie es und sonst haben sie wirklich immer etwas Besseres zu. Und natürlich ist es immer so, dass zufrieden Teilnehmer, die sechs Schulungen oder auch zufrieden Kunden, die Bestwerbung. Das 1:1, das Mündliche von Mensch zu Mensch, das ist immer sehr effizient und effektiv. Und trotzdem ist es super wichtig, dass wir digital unterwegs sind, weil die Leute sind heute vor allem auf Google unterwegs. Und zu dem werde ich auch noch etwas sagen nachher. Das Thema Bloggen ist aber immer wichtiger, weil die Leute stellen Google extrem viele Fragen. Es ist keine Suchmaschine, es ist eine Antwortmaschine. Ich werde nachher noch ein, zwei Sachen zu sagen, was sich dort verändert im Rahmen von SEO. Und ich finde, dass wir uns immer mehr fokussieren auf wenige Kanäle. Sei jetzt das, um über Menschen, Menschlichkeit zu reden, über Erfolg, über Probleme, die gelöst werden. Sei das über YouTube, weil es das größte Social Netzwerk ist mit einer Suchmaschine dahinter, sprich es gehört zu Google und das Suchfeld von YouTube ist extrem beliebt. Facebook, weil es sehr reichweitenstark ist. Auch wenn es eher auf der älteren Generation ist, wir zeigen nachher noch ein, zwei Statistiken zu dem Thema. Instagram, weil es spannend ist für eher 25- bis 35-Jährige. Und LinkedIn, weil es spannend ist im Geschäftsumfeld. Wichtig ist vor allem im Reis, man muss etwas selber machen, muss es ausprobieren und seine oder ihre eigenen Daten sammeln, weil nur dann weiss man, was effektiv auch
funktioniert. Und in diesem Zusammenhang ist es gerade im Internet aus SEO extrem schwierig, so ein bisschen den Durchblick zu behalten, was passiert. Vielleicht auch ein Grund, warum Sie heute da sind, um mich zuzuhören, was da überhaupt am Tun ist. Und ich starte immer gerne bei so Statistiken mit ein bisschen Einschätzung von Gewinner und Verlierer. Weil, wenn man so ein bisschen schaut, von wegen, wer gewonnen hat die letzten paar Jahre, ist es definitiv alles, was irgendwo auf Ephemeral gesetzt hat. Das sind die kurzfristigen, respektive kurzdauernden Stories auf Instagram, Facebook und WhatsApp-Statusmeldungen. Das sind die, die nach 24 Stunden wieder abgehen, sprich wieder verschwinden. Das führt dazu, dass die Leute sich identifizieren und dass die Netzwerke ein extremes Wachstum erlebt haben, einfach auch auf die Neugier gestützt von uns Menschen. Gewinner ist auch LinkedIn, wo sich definitiv gegenüber Xing durchgesetzt hat. Xing mit dem grossen Fehler nie ein gutes Geschäftsmodell gehabt zu haben. Heute alle Funktionen, sechs von Kontaktanfragen bis zu suchen, sind im Premium drin. Für mich unverständlich, wie man das hätte können machen so. Und das ist natürlich zugunsten von LinkedIn, wo er zu Microsoft gehört, damals gekauft für 26 Milliarden Dollar. Das ist denen sehr zugute gekommen. LinkedIn entwickelt sich laufend weiter. Neben vielen Neuerungen auf dem Profil, wo ich auch noch eine Checkliste später drin habe, wo man schauen kann, was alles passiert. Die Funktionen Live, die Funktionen Events mit ganz vielen Features, wo LinkedIn definitiv kommt, um zu bleiben. Und jemand, der schon länger dabei ist, oder eine Firma, die schon länger begleitet wird, schon über 20 Jahre, Google, kein Weg führt mehr an deren Antwortmaschine vorbei. Und das hat vor allem einen extremen Einfluss auf das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung und dazu später mehr. Was sind die Verlierer? Die Verlierer definitiv eher auf unserer Seite, was Nutzerinnen und Nutzer angeht, für die Leute, die nicht gemessen haben die letzten paar Jahre. Alle, die es verpasst haben, etwas zu analysieren und zu messen, die nicht wissen, was funktioniert, jetzt und auch später. Mit den neuen Interaktionszahlen, mit den neuen Zahlen, wo man dann später werden sehen, was da draußen eben passiert und was nicht, ist extrem wichtig, dass man Sachen dort messen und auswerten. Mit immer wieder Gespräch mit potenziellen Kundinnen und Kunden, auch mit Kundinnen und Interessenten von uns, die sagen, ich habe doch gar keine Zeit, wenn soll ich das auch noch machen, ich habe sonst noch das Daily Business. Und dann sagen wir immer, ja gut, wer nicht weiss, was wirklich funktioniert, der muss auf irgendetwas setzen, wo man so ins Gefühl hat und etwas glaubt. Und das kann unter Umständen etwas völlig fatal sein. Und ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, später wir können anschauen. Verlierer sind auch definitiv die, die immer nur auf Likes gesetzt haben, wo hoffen, dass irgendwie, wenn ein Like etwas aussagt über die Qualität von unserem Inhalt und die Leute liken heute auch nicht mehr. Und das führt dann später dazu, dass, wenn man heute eigentlich schaut, was effektiv gut funktioniert, sind es nicht die Sachen, die ein Like mitbringen, sondern die Sachen, die Engagement, sprich Engagement, Aktion herbeiführen tut. Und da ist auch oftmals das ganz große Missverständnis, dass es Engagement, sprich eine Interaktion ist, wenn die Leute auf einen Link klicken. Links funktionieren weder auf Facebook noch auf LinkedIn wirklich gut, dass der Post aufgeht, weil es überhaupt nicht im Interesse von sozialen Netzwerken. Soziale Netzwerke möchten, dass Leute auf ihnen bleiben tun, zu dem später noch mehr. Wenn sie heute einen Link postet, dann können sie eigentlich davon ausgehen, dass ihr Post, ihr Beitrag nicht so gut funktioniert, wie wenn es keinen Link drin hat. Und das heisst, die Zeit, ich mache jetzt Social Media, damit ich die Leute auf meine Webseite direkt bringe, das funktioniert nur indirekt. Man muss Vertrauen aufbauen, muss die Leute langsam daherbringen, dass man sich an sie erinnern tut. Und da kommen wir gerade an zwei Zahlen später, wo sie wahrscheinlich überraschen werden. Verlierer definitiv, jetzt, wie bereits angetönt, Xing auf der Plattformenseite, Snapchat, wo es bis heute nicht wirklich geschafft hat, sich extrem durchzusetzen. Immer wieder tolle Features, tolle Funktionen drin, die dann laufend kopiert werden. Stories ursprünglich, die heute auf Instagram und Facebook angezeigt werden, sind Snapchat zuerst mal eingeführt worden. Twitter immer schwieriger, vor allen Dingen jetzt mit dem Verbot von politischen Werbung und auch zum Teil mit sehr strengen Richtlinien. Twitter kann sehr gut funktionieren, natürlich eben eher, ich sage jetzt mal, journalistisch und IT-Bereich, aber sonst ist Twitter eher nischig unterwegs und führt vor allem zu sehr wenig Konversationen im Business-Bereich. So in den Champions, die ich gesehen immer mehr zu kommen, wo man vielleicht ein bisschen vernachlässigt hat und vernachlässigen tut, sein, das sind definitiv Podcasts und sogenannte Blogcasts, das heisst, wenn man einen Blogbeitrag dort vorlesen lässt, gerade in einer Zeit, wo die Aufmerksamkeit extrem gering ist, 8 Sekunden, 15 Sekunden, sieht man gerade bei Blogs, wo ein Podcast dahinter steckt oder Podcast, den man abonniert hat, wo zwischen 25 und 40 Minuten dauert, das ist eine extrem wertvolle Währung, dass man die dort entsprechend nicht vernachlässigen darf. Google My Business, etwas, wo
von meiner Seite her immer wieder propagiert wird, weil es einfach dazu führt, dass die Leute sich bewusst sind, dass heute Suchintentionen sehr oft kurzfristig und lokal sind. Google hat das Tool aufgewertet und eben die Beiträge, die man posten kann. Google hat selber kein soziales Netzwerk, aber man kann Beiträge machen, kann man sehr viele Informationen verarbeiten, Leistungen erfassen, man kann Produkte erfassen, man kann SMS sich schicken lassen, Buchungen verursachen und so weiter und so fort. Da ist extrem viel gegangen während der letzten 16 bis 24 Monate. Und last but not least, YouTube vereint 70% von Suchanfragen, die mit einem W anfangen. Wie funktioniert etwas? Warum? Woher? All die Fragen, die Themen, die kommen über YouTube extrem zum Trägen. Und wer 2020 nicht auf YouTube setzen tut, und ich rede nicht von Werbung, ich rede von Content, von Inhalt, wo sie erstellt haben, von Videos, der hat definitiv etwas verpasst. Und verpassen werden wir ja eigentlich nichts. Verpassen werden wir nie etwas. Vor allem, wenn wir so ein bisschen unser Handy die ganze Zeit propagieren und anlangen tun. Und ich sage immer so von wegen, gut, sind wir uns eigentlich bewusst, zu was das führt. Das führt nämlich zu einer Zeit von lauter Ablenkung, kurzer Aufmerksamkeitsspanne und extrem lesefaulen Nutzerinnen und Nutzer mit viel zu viel Inhalt und Werbung, die niemand interessiert. Und ich stelle an dieser Stelle sehr gerne eine Frage stellen, wenn es darum geht, von wegen, wenn man so ein bisschen das Handy anschauen und die ganze Smartphone nutzt, dann merkt man vor allem eins, nämlich, dass die uns süchtig machen. Ist Ihnen nämlich bewusst, dass nicht nur Social Media, sondern vor allem die Handynutzung dazu führt, dass bei uns im Körper zwei Hormone ausgeschüttet werden? Einerseits, man sieht es da oben wunderbar, Entschuldigung, angezeigt, oben rechts das HONH-NH2, das sogenannte Dopamin. Dopamin, ein Hormon, das uns glücklich macht, kurzfristig, das uns begeistert tut. Das führt oftmals dazu, dass wenn man das nicht bekommt, dass man Entzugserscheinungen hat. Und was noch viel spannender ist, es ist so ein bisschen unten rechts in dieser grösseren Clusterung drin von dem sogenannten Oxytocin. Oxytocin, eher bekannt unter dem Mediennamen Kuschelhormon. Kuschelhormone entstehen dann, wenn man sich wohlfühlt, wenn man etwas wiederholt, immer wieder sieht. Und ich glaube, wir sind einig, wenn man sehen, dass man das Smartphone, das Handy immer mehr brauchen, weil eben die entsprechenden Hormone, respektive Botenstoffe ausgelöst werden, Dopamin und Oxytocin. Das ist unsere eigentlich Devise auch für das nächste Jahrzehnt fast. Man müsste versuchen, mehr Leute glücklich machen auf diesen Plattformen. Man müsste dazu versorgen, dass die Leute uns wollen sehen, dass sie möchten mit uns interagieren, dass sie eigentlich das Kuschelhormon bei sich selber eigentlich auslösen und ähnlich gelagert mit uns interagieren wie bei einem Smartphone. Und darum jetzt meine Frage, was denken Sie über den ganzen Tag verteilt, wie oft langen wir eigentlich unser Smartphone an? Es geht ums Anlangen, nicht unbedingt ums Sperren und Entsperren, sondern ums Anlangen. Das effektive, wegen habe ich es noch und oh mein Gott, und jetzt kommt wieder Morgen und der Wecker und da kommt zweimal Snooze, das werden schon zweimal angelangt. Kurz im Chat hineinschreiben, was denken Sie, wie oft langen wir das Handy an? Wer hat da eine Idee? 50 Mal? Felix hat auch 50 Mal, Nikolaus auch 50 Mal, jawohl. Die Person, die es richtig hat, kommt von mir ein Buch geschenkt über. 20 Mal, 30 Mal, jawohl. Spannend. 100 Mal und mehr, jawohl. 78 Mal, sehr spannend, jawohl. Also wir haben da so ein bisschen eine Range von 20 bis 100 Mal und mehr und leider hat es niemand geschafft, die Zahl zu erraten, weil wahrscheinlich sind wir alle jetzt ein bisschen schockiert, wenn es darum geht, von wegen, was da effektiv kommt. Weil man hat in einer Studie mit 94 Scouts ist man hergegangen, während 4,5 Tage hat man Handys angeschaut, analysiert und gesehen, dass das sieht man da auf der rechten Seite, sehen Sie da die Total Touches, ja, und man sieht, dass 2617 Mal dass das angelangt wird über den ganzen Tag verteilt. Das heisst, wenn man so ein bisschen da schauen tut, über den Tag hinein verteilt, ich bin am Morgen am Aufwachen, ich gehe irgendwo arbeiten und dann gehe ich da im ÖV und gehe meine Mails checken und so weiter und so fort, dann sieht man, wie das brutal eigentlich weitergegeben wird. Und in dem Moment ist unbedingt natürlich auch zu sehen, dass alles, was man da machen tut, die vielen Berührungen, das ist oftmals nicht wirklich bewusst, wie man sieht, da auf der linken Seite von
dieser Grafik, dass 47% im sogenannten Lockscreen, sprich im gesperrten Modus, stattfindet und 53% sind im aktiven Screen. Das heisst, 50% der Berührungen nehmen wir gar nicht wirklich wahr. Und über den ganzen Tag verteilt sind das übrigens 145 Minuten im Schnitt in Europa und 142 Minuten in der Schweiz. Von mir das Handy eigentlich immer wieder mal entsprechend nutzen. Und vielleicht haben Sie auch mit dem iPhone oder mit der entsprechenden App auf dem Android-Telefon geschaut, wie oft sie gewisse Sachen anschauen oder anlangen tun. Und da ist man manchmal ein verklüpft, was da passiert. Weil auf der Seite von der rechten Statistik sehen wir so ein bisschen, was passiert über den ganzen Tag verteilt. Wenn wir irgendwo aufwachen tun, so zwischen 5 und 6 geht es so langsam los und schon während dem Weg zur Arbeit, vielleicht während 10 Uhr, haben wir bereits das Handy extrem oft angelangt. Wir sind vielleicht auf dem Weg noch im ÖV, mal ein bisschen etwas am Anschauen, kommen dann ins Geschäft, haben wir das erste Meeting, nimmt sich ein bisschen ab, dann kurz vor dem Mittag mal austauschen, dann kommt es ins Food-Koma nach dem Mittagessen und dann auch schnell abmachen nach dem Abend, auch was mit einem Meeting, die Chefin hat angerufen. Und dann sehen wir jetzt da zwischen 5 und 8 eigentlich so die Spitze des Eisbergs, wie oft etwas genutzt wird. Und was heisst das für uns? Das heisst für uns nicht grundsätzlich, wenn wir Social Media oder digitale Kanäle bespielen, können wir eigentlich uns an dieser Kurve orientieren. Wir können einerseits mal schauen, möchten wir etwas eher am Morgen früh machen, brauchen wir ein Tool dazu, sonst ganz können posen, wenn wir nicht selber müssen, um die Zeit wach sein. Wir wissen natürlich, dass die Leute dann aktiv sind, aber natürlich ist dann auch die Aufmerksamkeit relativ gering, weil alle anderen auch um die Uhrzeit die Aufmerksamkeit wollen und etwas posten. Man könnte am Mittag etwas machen, auch dort eine sehr hohe Anzahl, aber auch dort muss man natürlich sehen, die Aufmerksamkeit schwindet und dann sieht man da von wegen zwischen 5 und 8 auf dem Heimweg haben wir wiederum Chancen, aber man tut natürlich entweder antizyklisch arbeiten oder zyklisch irgendwann da übrigens das Abend um 11, ja, nachdem man dann wahrscheinlich Schatz gut nachgesagt hat, ist dann das Handy irgendwann mal auf der Seite und das ist eigentlich so ein bisschen wie die heutige Realität. Und natürlich liest man immer wieder von wegen, ja, Social Media Nutzung nimmt ab. Social Media Nutzung soll abnehmen gemäß den Statistiken und das hat mich immer recht erstaunt, weil ich finde, Statistiker darfst du nie glauben, wenn du jetzt selber gefälscht hast. Und ich habe dann auch wirklich mal geschaut, was da sonst draussen passiert. Und man sieht jetzt da die sogenannten Aktionen, sprich, was machen die Leute auf Social Media? Wie oft sind sie wirklich etwas am Klicken, am Anschauen? Und das sieht man eigentlich, dass zwischen 2013 bis 2017 das Ganze sich verdreifacht hat. Das heisst, die Leute tun Social Media nutzen und während der letzten 1-2 Jahre sind eigentlich nur noch um 3% abgenommen. Das heisst, die Leute möchten zwar weniger online sein und die sagen das auch in jeder Statistik, in jedem Thema, wo irgendwo drin ist und sagt, du, ich brauche das nicht, das lenke ich mich nur ab. Und trotzdem verwünscht man sich einmal ab und zu wieder und sagt, oh ja, ich muss noch schnell schauen, noch schnell büchseln auf Insta, noch schnell auf LinkedIn etwas checken. Und das ist nicht die heutige Realität, wo wir unterwegs sind. In einer Realität, wo wir in einer Ökonomie leben, in einer Ökonomie von einer Aufmerksamkeit, wo es darum geht, kann ich überhaupt die Aufmerksamkeit generieren? Kann ich es dazu schaffen, dass die Leute mich hören, mich sehen, mir zuhören tun und nicht einmal zuerst etwas klicken, sondern kriege ich überhaupt einmal das wertvolle Gut von der Zeit, das wertvolle Gut von der Interaktion letzten Endes, wo die Leute eigentlich immer das Gefühl haben, sie haben etwas anderes im Kopf. Weil wenn man schaut, über den ganzen Tag verteilt, das sind 10'000 Eindrücke offenbar, die da passieren, 10'000 Eindrücke von uns erreichen, dann 100 Marken und man erinnert sich praktisch an fast nichts mehr, weil die sogenannte Ebbinghaus-Kurve, die Vergessenskurve nach Ebbinghaus, die sagt eigentlich nichts anderes aus, als dass die Leute heutzutage, wenn sie irgendetwas mal hören, nach etwa 20 Minuten haben sie bereits 50% vergessen und bereits nach rund 24 Stunden sind 70% und irgendwo nach 30 Tagen sind es fast 90%. Und das heisst, für uns eigentlich im Umkehrschluss, dass wenn wir es nicht schaffen, innerhalb von 20 Minuten in die Köpfe hineinzugehen und die Oxytocin und Dopamin auslösen tun, wenn wir es nicht schaffen, dass die Leute uns grundsätzlich zuhören tun, während dieser 24 bis 48 Stunden, dann ist die Chance relativ groß, dass wir eigentlich in Vergessenheit geraten tun. Natürlich mit Leuten, die wir schon Interaktion haben, Stammkunden und Stammkunden, Leute, die uns mögen und kennen, sieht sich ein bisschen anders aus, aber es ist eigentlich verrückt, dass man heute eigentlich muss nicht nur einmal im Monat etwas posten, sondern irgendwo zwischen 24 Stunden, respektive 1-7 Tage und sonst eigentlich bereits nach fast einer Woche ist 80% auch bereits unterwegs. Das heisst, das einmal Post pro Woche ist definitiv vorbei. Es muss eher 2-3 Mal posten sind pro Woche. Alles andere führt nur dazu, dass die Leute es eigentlich vergessen. Und man kann sagen, gut, ich finde das
nicht gut, ich möchte das nicht. Aber trotzdem ändert es nichts, dass die Leute eigentlich heute sehr vergesslich sind. 20 Minuten bereits gesagt, wenn es 50% vergessen. Das heisst, wir müssen uns im Gedankengut eigentlich dort herbewegen, dass wir es schaffen müssen, dass die Leute, wenn sie schon ihr Handy anlangen können, dass sie eigentlich top of mind sind, wie der Amerikaner sagt, dass wir zuerst in den Sinn kommen, dass die Leute uns mögen, uns eigentlich letzten Endes auch vertrauen tun, durch das, dass eben das Dopamin ausgeschüttet wird und Oxytocin nachher daraus wird, weil die Leute eben dementsprechend mit uns möchten unterwegs sein. Und das heisst, der Fokus 2020 neben vielen anderen Themen ist definitiv, dass wir Vertrauen aufbauen tun. Vertrauen aufbauen tun, indem wir gute Inhalte generieren und wie das aussieht, das sehen wir jetzt dann gerade. Ich möchte aber diese Stelle ganz kurz nutzen, um vielleicht nochmal den Chat ein bisschen aktivieren. Gibt es gerade an dieser Stelle irgendwelche Themen, Events oder Sachen, die Sie gerne möchten fragen oder loswerden? Gibt es etwas, wo vielleicht überraschend ist, die 2617 Mal, die genannt worden sind? Das würde übrigens bedeuten, dass wir grundsätzlich alle dementsprechend 25 Sekunden unser Handy anschauen können. Ich weiss nicht, wie oft Sie es jetzt schon angelangt haben, während wir da miteinander am Webinarisieren sind. Aber selbst wenn ich es nur einmal die Minuten anfassen tun oder einmal nur alle 2 Minuten komme ich entweder 1300 auf 600 Berührungen. Gibt es da irgendwelche Themen oder Fragen, wo Sie sagen, oh, das hat mich jetzt überrascht oder eben gar nicht? Scheint gar nicht der Fall zu sein. Dann würde ich das sagen, schauen wir doch mal etwas anschauen, was es effektiv für uns heisst, wenn wir sagen, okay, Vertrauen aufbauen. Oh, gute Frage. War die Ebenhauskurve früher anders? Sehr gute Frage. Die Kurve hat sich minim verändert. Sie ist heute leicht anders, je nachdem, weil eine Studie sogar glaubt, es gibt eine aktuell von der Uni Zürich, die sagt, die Ebenhauskurve hat sich verkürzt von 31 auf 27 Tage. Das heisst, eigentlich sind wir noch schlechter dran, wie noch vor rund 30 Jahren das eingeführt worden ist. Und das ist eigentlich eher so das Tragische auf dieser Seite. Danke für den Input. Schauen wir doch mal schauen, von wegen, was es effektiv bedeutet für uns. Weil natürlich können wir über Themen und Trends reden. Man könnte darüber reden, dass TikTok momentan in aller Munde ist. Man könnte darüber reden, dass Instagram die Likes abschaffen tut. Aber hat das effektiv einen Input auf uns? Hat das irgendwo eine negative oder eine positive Konsequenz? Und das heisst, wir müssen Sachen messen. Weil es gibt ein schönes Sprichwort, wer nichts weiss, muss alles glauben. Und ich denke, es ist eher so, wer nichts misst, muss alles glauben. Weil in dem Moment, wenn man versteht, dass da außen in dieser ganzen Customer Journey, wie es so schön heisst, sehr viele Leute unterwegs sind, die irgendwo natürlich etwas möchten. Sie möchten etwas wissen, sie möchten etwas kaufen, sie möchten etwas tun. Und ganz oft allerdings fängt das mal so ein bisschen an mit, ich habe irgendwo ein Problem und ich möchte das Problem gelöst haben. Es gibt eigentlich den Grund, wegen ich habe ein dringendes Problem, wo heisst, ich möchte etwas repariert haben vielleicht oder ich möchte einen Termin haben irgendwo oder vielleicht bin ich einfach noch gelangweilt und möchte meine Langweile stillen und das heisst, ich bin gar nicht auf die Suche und bereits jetzt kommt der Punkt von der Reputation, sprich vom Vertrauen. Wir wissen nicht, dass die Leute zu 80% wiederum wollen schauen, kenne ich entweder jemanden in dieser Firma, was machen die auf Social Media? 80% von der Recherche, die über Google stattfindet, führen im zweiten oder dritten Schritt zu Social Media und dort schauen die Leute, wenn ich etwas postet, ist es konsequent und stringent und bringt mir das irgendwo etwas, sie schauen Bewertungen an und erst dann entscheiden von wegen, mache ich jetzt weiter, eine Bewertung sozusagen, möchte ich jetzt effektiv mit dieser Person oder mit dieser Firma in Kontakt treten und das Ganze umsetzen. Und das sieht ein bisschen nach dem klassischen AIDA-Prinzip, so ein bisschen aus, was wir da in der Mitte drin haben, wir haben so ein bisschen da die Aufmerksamkeit, und das Interesse und der Wunsch. Das wird allerdings da vorne überhaupt erstmal initiiert durch die sogenannte Awareness, die Aufmerksamkeit, die ich vorher angetönt habe. Das kann sein über diverse Kanäle, über Social, über Suche, über YouTube, über Plakate, über Radio von mir aus, wo dann dazu führt, dass irgendwo jemand sagt, mal, ich gehe jetzt da mal mit einem gewissen Interesse dahinter und ich möchte da den Wunsch auslösen, damit ich da irgendwo natürlich auch hoffentlich dann etwas machen kann. Damit, dass ich eine sogenannte Conversion habe. Aber das Problematik dahinter ist natürlich, dass dahinter ganz viele Tools stecken und vielleicht sehen Sie da ganz hinten dran das leicht angetönte G. Das ist nämlich Google, wo uns ein bisschen einen Streich spielt. Zu dem sage ich nachher auch noch mal etwas,
was es bedeutet tut. Und das heisst, in der Komplexität von den ganz vielen Kanälen und Tools muss man irgendwo natürlich auch wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich habe am Anfang gesagt, die Verlierer von 2020 sind definitiv die Leute, die nicht gemessen haben die letzten paar Jahre. Die Leute, die nicht mit dem kostenlosen Tool von Google, Google Analytics, sondern mit dem kostenlosen Zusatz Google Search Console geschaffen haben. Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich nicht mal Google Search Console kennen. Es hat früher mal Webmasters geheißen, Webmaster Tools, und ist jetzt nur Search Console bekannt. Und wenn Sie Ihre Agentur nicht eingerichtet auf der Webseite, dann werden Sie es kaum entdecken, was eigentlich sehr schade ist, weil mit dieser Geschichte können Sie einerseits Analytics noch ein bisschen aufwerten, weil mit Search Console, das kostet den nächsten Screenshot, können Sie erkennen, wie Sie ranken tun. Und zwar völlig kostenlos. Sie sehen nämlich da die entsprechenden Anfragen, Sie sehen, wie viele Klicks das sind, aber auch wie viele mal angezeigt worden sind. Sie sehen, was Ihre Klickrate ist, was Ihre durchschnittliche Position ist. Und das ist ein extrem wertvoller Input, wenn wir wissen, funktionieren wir überhaupt auf Google. Und auf Analytics kann ich herausfinden, fragen, wie viele Leute kommen über welche Kanäle auf mich hin. Das heisst, wenn ich da gesehen habe, meine Top-Channels, jetzt zum Beispiel von einem Kunden von uns, wo wir sehen, da ist das Gelbe, das ist sozial, das ist fast 40% kommen über Social Media, was ein extrem guter Wert ist, wie wir das natürlich auch gepusht haben. 23% kommt direkt und 35% kommt über Suche, und dann will ich doch wissen, was dort dann effektiv auch passiert. Ich will wissen, performe ich da gut gegenüber einem Mitbewerber, aber vielleicht auch, wie sieht der Kanal aus dahinter. Das heisst, im sogenannten Multi-Channel-Trichter kann ich nachverfolgen, wie kommen die Leute auf meine Webseite, in welcher Reihenfolge. Wenn ein Beispiel jetzt kommt von uns, sieht man, dass die best-performance Welle von der Kunden, die Customer Journey, ist direkt auf der Webseite. Das sind offensichtlich Leute, die bereits kennen. Dann soziales Netzwerk und dann auf der Webseite. Und dann sehen Sie bereits, dann kommt der grosse Wettbewerb, sprich, jetzt fängt die Konkurrenz an, weil da sind die Leute bis zu 59 Mal auf die Webseite gegangen, haben vielleicht etwas nicht gefunden, sind nochmal zurück, haben verglichen, sind mit dem Handy gegangen, und da gibt es gewisse Medienbrüche dahinter natürlich, und dann sieht man, das geht wieder auf 45 Mal direkt, und dann geht man auf die Bewertungsseite, ist ein Verweis, dann geht man 6 Mal auf die Webseite, dann geht man auf soziale Netzwerke und so weiter und so fort. Zwei Sachen kann man da mitnehmen aus dem Screenshot, nämlich Nummer 1, soziales Netzwerk spielt definitiv eine Rolle, wenn es darum geht, dass man die Leute auf die Webseite bringen kann, aber nie als solches, dass effektiv die Leute dann kaufen, sondern vor allen Dingen, dass irgendwo die Journey dieser Reise drin ist, und auch, dass es sehr komplex ist, weil die Leute eigentlich nicht mehr im ersten Kontakt aufgehen. Man redet eigentlich heute von rund 18 Mal, bis die Leute eigentlich etwas machen auf der Webseite. 18 Mal, wo sie vorher etwas anderes gemacht haben, bevor sie effektiv dazu kommen, etwas bei ihnen zu tun. Und das ist dramatisch. Auch wenn wir es nachher jetzt optimiert haben, das ist der gleiche Grund mit der optimierten Strategie dahinter. Und da sieht man, es sieht ein bisschen besser aus, aber trotzdem ist es irgendwo natürlich auch noch ein bisschen schwierig, wie man sieht, wegen der organischen Suche. Da muss man etwas investieren, macht über soziale Netzwerke etwas. Aber wer nichts misst, der kann natürlich entscheiden, fragen, ist jetzt die entsprechende Conversion Rate dahinter gut oder nicht. Weil Sie können heute im Analytics eigentlich alles messen. Sie können nicht nur messen, wenn Sie die Leute online, Sie können messen, wie viel Traffic haben Sie und was passiert effektiv. Und das Tolle ist, Sie können Sachen wie zum Beispiel Formular, Anfragen, Downloads, können Sie alles vertagen mit dem sogenannten Zielfarbe. Das würde ich Ihnen sehr ans Herz legen, dass Sie 2020 sich mit dem Thema Zielfarben auseinandersetzen, wenn Sie es nicht gemacht haben, weil in dem Moment, wo Sie wissen, dass alles auf Ihrer Webseite kann verlinkt werden und vertaggt werden, dann können Sie das mit dem sogenannten Social Acquisition Report, also mit der Akquisition sozial, können Sie nachher schauen, woher kommen Ihre Kundinnen und Kunden. Das ist ein Kunde von uns im B2B-Bereich, wo dann plötzlich herausgefunden hat, oh mein Gott, die meisten Anfragen, die bei uns ein Formular ausfüllen für ein Beratungsgespräch, die kommen über Facebook. Das hätte wahrscheinlich der Geschäftsführer in dem Moment nie gedacht. Vor allen Dingen, wo man dann gesehen hat, dass Instagram Stories ein Treiber sind, Instagram selber und LinkedIn an vierter Stelle. Das heisst, von den 2000 Conversions, die stattgefunden haben über Social Media, 2507 sind effektiv dann über Social Media initiiert worden, 1575. Überall sind es 6000 Aktionen gewesen, aber da sehen wir so ein Verhältnis natürlich auch, was da passiert. Trotzdem ist es sehr spannend zu herausfinden, wenn man es vertagen kann, was wirklich funktioniert und was nicht. Weil Sie müssen messen, funktionieren Ihre Kanäle da draussen. E-Mail ist nach wie vor das stärkste konvertierende Tool da draussen. Das heisst, die sogenannte Click-to-Order, also die Bestellung aus einem Tool heraus, aus E-Mail, funktioniert immer noch besser als Google Ads. Google Ads ist sehr stark natürlich, aber funktioniert fast gleich gut wie die Google-Suche im Schnitt draussen. Google
hat natürlich mit Social Media jetzt einen Mitbewerber, der relativ auch gut funktioniert. Die Kosten sind auch tiefer dort als jetzt bei Google Ads. Und was man aber muss sehen, ist natürlich, auch wenn man mit 3,5% Click-to-Conversion reden tut, da sieht man jetzt aktuell auch andere Sachen, wie zum Beispiel im B2B-Bereich, was kostet mich die Aktion effektiv? Und da sieht man, die Suche kostet mich $116 zum Beispiel, über das Display, sprich über die Werbung, dort kostet mich 130 und über Social Media kostet mich da noch 23. Und leider gibt es keine Statistik aus der Schweiz, aber man sieht, dass eigentlich die Leute sich gar nicht bewusst sind, was die heutige Kundenakquisition, was die Kosten tut. Wenn sie heute einen Kunden eigentlich reinholen müssen, wie viel Geld sie da ausgeben tun. Und was sie eigentlich schlussendlich wollen, ist, sie wollen eigentlich, dass die Leute anrufen tun. Und spannend ist, dass man da sieht, dass über die Suche etwa 60% immer noch tut, Suche nutzen sie nachher anrufen. Aber da sieht man jetzt natürlich am Aufholen die ganzen Social Native Social Media, wo die Leute heute wollen und tun anrufen. Und das führt uns dazu, dass eigentlich, wenn man sehen, wie viel Prozent der Leute sagen, dass sie eigentlich direkt anrufen, nachdem sie gesucht haben, dann sind sie vor allen Dingen die höheren Zahlen von 93, 92 oder auch 70 oder 75 oder das auf dieser Seite, das sind alles Themen, die dringend sind. Das heisst, Leute, die dringend zum Zahnarzt möchten, die Leute, die dringend Fragen wegen der Buchhaltung oder auf sich am Reisen sind, Spitäler, wenn es ihnen um so Sachen geht, dann sind die Leute nach wie vor sehr schnell bereit, auch anzuhören. Das hat übrigens auch dazu geführt, dass zum Beispiel Google My Business, wenn man einen Post machen tut, dort kann man jetzt natürlich neu das sogenannte Jetzt-Anrufen hinzufügen. Das heisst, sie können aus Google direkt mit einem Post, den sie machen, tun, auf Google, sie machen über das Google My Business einen Post und dann können die Leute anrufen. Eine fantastische neue Möglichkeit, wo man kann sehen, ob etwas nachher natürlich auch funktioniert. Man muss es eben dementsprechend auch messen. Und das heisst, ich sage immer gerne, Social Media, obwohl es kostenlos ist, es darf nicht umsonst sein. Geben Sie unbedingt ein bisschen Zeit und Geld aus, um herauszufinden, was funktioniert bei Ihnen. Was bringt Ihnen Traffic, was bringt Ihnen Besucherinnen und Besucher und tun Sie Ihr Budget herallozieren. Tun Sie wirklich mit diesen Zielfarben arbeiten, dann finden Sie heraus, welches Social Medium Ihnen wirklich den wertvollen Traffic bringt, weil ein Like allein hat Ihnen noch keinen Franken gebracht in dem Moment. Und das heisst, sie müssen unbedingt dieser ganzen Geschichte ein bisschen mehr Hinweis respektive Gewicht geben. Und bevor wir über Social Media reden, lassen Sie uns noch ganz geschwind einen kleinen Abstecher machen über Google, wie wichtig Google heute ist. Wenn Sie mich über Google reden, dann müssen Sie den Menschen dahinter verstehen, nicht den Menschen hinter Google selbst, sondern für wen das Google das macht. Weil Google ist eigentlich die Plattform, die uns alles ein Wort gibt. Bequem, einfach. Es ist kann durch das, dass sie da schnell unterwegs ist, wir können Zeit gewinnen, wir können weniger Geld ausgeben, wir können gar nicht mehr wechseln, Google ist irgendwie gesetzt und vor allem, wenn wir aber Reisen über Google ein Problem gelöst haben, das weiß Google selber auch, Google weiß, dass 50-80% von der Anfragen heute eigentlich über das Smartphone kommen, vor allem wenn es Intentionen sind, sprich wenn der Stimulus ist, ich möchte etwas wissen, ich möchte irgendwo hergehen, ich möchte etwas tun, ich möchte etwas kaufen. Weniger, wenn es jetzt vielleicht irgendwo ist, ich möchte mich irgendwo unterhalten lassen, sprich, wenn ich jetzt irgendwie ein Video schaue, vielleicht dann gehe ich einfach auf den Laptop, natürlich auch wegen der Größe. Und dann kommt der sogenannte Moment of Truth, der Zero Moment of Truth, der heisst, machen die Leute nachher effektiv etwas. Und viele Leute sagen ja, heute sind die meisten auf Social Media unterwegs. Neben dem, dass es die Suche gibt, sind wir irgendwie auf Social und vielleicht sagen sie ja, wahrscheinlich sind die meisten irgendwie auf Social Media unterwegs heute und man könnte ja sagen, es ist leider nicht so. Wir haben über 70 Kundinnen und Kunden, die wir betreuen jetzt im Rahmen der Webseiten und finden dort also, dass grundsätzlich nur etwa 3% jetzt, auch wenn ich keinen Job habe, über Social Media kommt, der Rest kommt direkt oder eben über Suche. Und auch bei der Suche ist ganz oft der Firmennamen oder das Team, das angesprochen wird. Wenn ich einen Job habe, dann ist es ein bisschen mehr bei Social Media. Und das ist wichtig, dass Sie das verstehen, zu herausfinden, was ist unser Treiber? Sollen wir jetzt eher auf Social Media setzen und wissen, wir haben noch Wachstumspotenzial? Oder setzen wir eher auf Suche und dort optimieren? Weil in dem Moment müssen Sie einfach wissen, die Leute sind heute an etwas gewöhnt. Die Leute sind daran gewöhnt, dass Google uns eigentlich das Denken abnehmen tut. Wir wissen, dass die Leute sich viel weniger merken wie noch vor 20 Jahren. Das können Sie selber relativ schnell mal testen, wenn Sie schauen, wie viele Telefonnummern Sie noch wissen von früher, wo Sie es Kinder oder Jugendliche gewesen sind, wo die wahrscheinlich auch noch die Anfangsnummer sich erinnern mögen, aus dem Militär oder vielleicht sogar noch entsprechende Adressen, Geburtstage.
Vergleich das mal mit all den Sachen, die Sie während der letzten 20 Jahre eigentlich gelernt haben. Was hat sich verändert von dieser Zeit zu heute? Ich kann heute fast keine Telefonnummer mehr auswendig, weiß aber immer noch meine Telefonnummer von meiner Großmutter und meinen Eltern. Und das ist etwas, das eigentlich extrem stark uns sollte auch zum Nachdenken anregen. Aber natürlich können wir die Welt nicht ändern in dem Moment. Wir können nur sie versuchen, besser zu machen. Und das führt übrigens auch dazu, dass wir wissen, dass die Leute, wenn sie heute online sind, dass sie eben über Google versuchen, Lösungen zu finden. Und wir wissen heute, keiner sucht nach ihrem Produkt konkret Dienstleistung, sondern sie wollen Probleme gelöst haben. Wenn ich nach einem iPad suche heute, dann suche ich nach einem günstigen iPad oder nach einem schnellen iPad. Ich suche, wenn ich eine Weiterbildung mache, entweder nach einer Weiterbildung in meiner Region oder nach meinem Portemonnaie. Und all diese Themen, das weiss Google heute und aktuell, es ist Jahresanfang, was suchen die Leute? Die Leute suchen, wie tun ich abnehmen? Sie suchen nach Fitness und dann sehen sie bereits die sogenannten Autocomplete, also die Vorschläge, die wir sehen. Und diese Themen müssen sie beachten. Sie müssen sich googlen sozusagen. Sie müssen anfangen, ihr Thema googlen und schauen, was kommt da ab, was passiert, wenn die Leute heute etwas eingeben und was sind die Vorschläge, die da gemacht werden. Gehen Sie schauen, wegen, was sind die Probleme. Sie sehen, Google ist natürlich immer mehr unterwegs im Rahmen von, ja, bin ich irgendwo in einer Problemstellung unterwegs. Das führt übrigens auch dazu, dass wenn Sie so ein bisschen Sachen sehen, dass Sie sich viel mit dem Inhalt auseinandersetzen, welche Probleme können Sie lösen. Sie können heute, wenn Sie Sachen möchten verkaufen, müssen Sie eigentlich viel mehr Schritte vorher machen, um die Leute überhaupt darauf zu bringen, dass Ihr Produkt könnte dazu dienen. Ein reiner Verkaufsprospekt ist heutzutage nichts mehr. Sie müssen Fragen beantworten, idealerweise über Social Media, ein bisschen unterschwellig das Ganze reinbringen und dazu bringen, dass die Leute nachher Ihnen anrufen. Natürlich die Webseite nach wie vor extrem wichtig und auch wenn Sie eine lokale Geschichte haben, aber schauen Sie mal auf der rechten Seite, sehen Sie, dass 26% der Leute mehr Research machen und noch mehr Research und mehr Research ins eigene und andere Unternehmen. Und das ist fatal, weil man wissen, dass 93% der Leute Google nutzen, weil sie nicht wissen, wonach sie suchen. 93% der Leute geben etwas wie Google ein und wissen nicht genau, wo sie her müssen. Natürlich nicht, weil Google sagt mir, wo ich her muss. Das heisst, nur 7% der Leute haben eine genaue Suchintention und geben die zum Beispiel kaufmännischer Verband St. Gallen, Kurs, Social Media. Alle anderen geben vielleicht ihre Social Media, Weiterbildung, vielleicht geben sie St. Gallen Weiterbildung. Und das führt dazu übrigens, dass sich noch etwas anderes verändert hat, nämlich sie sehen, dass 30% klicken nicht aufs erste Resultat. Weil das erste Resultat ist das, was Google Ihnen in dem Moment anzeigt, gerade unten dran, als Sofortantwort. 50% klicken dann aufs zweite und 20% auf die nächsten zwei. Was meine ich damit? Ich meine damit die Auflistung. Sie sehen hier oben das Suchfeld, wenn ich etwas eingebe. Ich gebe hier oben etwas ein. Ich habe den Begriff vom Screenshot, ist jetzt SEO. Und dann sehen Sie da unten einen Screenshot von Anbietern, die SEO machen. Und dann sehen Sie da unten eine sogenannte Sofortantwort. Und das sind die, das ist die Position, die erste Position, die ich meine. Da tun 30% nicht draufklicken, weil sie die Antwort bereits haben und trotzdem möchten sie dort herkommen. 50% klicken da her, also auf die zweite Resultat, da. Und jetzt sehen Sie da unten, es gibt die dritte Position, die da unten, das ist all das da unten. All die Sachen, die wir da sehen, von wegen, wo die Leute interessiert, was bedeutet das auch noch? Und die Frage müssen Sie beantworten, die Frage müssen Sie auch kennen. Weil in dem Moment wissen wir, dass seit 2014, wo Google angefangen mit dieser künstlichen Intelligenz zu arbeiten, hat das herausgefunden, dass die Leute mehr Fragen möchten beantwortet haben. Sie haben noch bis vor etwa 2 Jahren haben sie können darauf hoffen, dass sie etwa 30%, also eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 3 haben, dass jemand auf ihr Resultat klickt. Das ist unterdessen auf 20% runtergefallen. Warum? Weil die sogenannten Knowledge Cards und all das Zeug auf dieser Seite, die Antworten reingekommen sind. Und das hat am Anfang noch 40% ausgemacht, 40% von der Ansicht. Wenn Sie jetzt das allerdings anschauen, sprich, wenn Sie den Bereich anschauen plus den Bereich, dann sind Sie schnell bei fast 80% von dem, was abgedeckt wird. Das heisst, 80% von der Präsenz ist eigentlich nicht durch Sie besetzt, sondern durch Google. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass wenn Sie Sachen anschauen, wie zum Beispiel Kalender oder wenn Sie schauen Hotels oder wenn Sie schauen Flüge oder Veranstaltungen und so weiter und so fort. Das sind alles Sofortantworten und Google wird eigentlich zum Mitbewerber von Ihnen.
Google ist nicht Ihren Freund, Google ist der Freund von der User und vom User, der etwas suchen tut. Und das heisst, wir müssen uns viel stärker mit auseinandersetzen, was bedeutet das. Das heisst, wir müssen mit der sogenannten Position Zero, also die Position 1, ist eigentlich die Nullposition, die Sofortantwort, die müssen Sie beantworten. Sie müssen lesbare Texte schreiben und Sie müssen vor allem Expertise, Autorität und Glaubwürdigkeit aufbauen, damit die Leute Sie auch anerkennen und Vertrauen aufbilden. Das heisst, wenn Sie Themen haben, wie zum Beispiel das Thema Ausbildung jetzt, dann müssen Sie diese Fragen beantworten. All die Fragen, die auftauchen, sind echte Fragen von echten Leuten, die etwas möchten wissen. Und wenn Sie es nicht schaffen, das Ganze mit entsprechenden Tipps, mit Checklisten oder mit sofort Geschichten können unterschreiben, dann haben Sie langfristig ein Problem, weil Sie werden von Google nicht mehr angezeigt, weil Google dient dem Userin und dem User und nicht dummerweise der Firma, die dahinter steckt. Natürlich können Sie nach wie vor Ads schalten, dann können Sie weiter auf, allerdings klicken nur die Leute auf Ads, die es möchten kaufen oder weil vielleicht ein bisschen neugierig sind. Alle anderen ignorieren das relativ weitgehend. Gibt es gerade Fragen bis dahin? Hat irgendjemand einen Kommentar, ein Feedback? Scheint nicht der Fall zu sein. Sehr ruhige Gruppe diesmal. Wir haben das gleiche Webinar am Eis schon gemacht. Da ist einiges hin und her gegangen. Soll nicht wertend sein. Ich freue mich immer, wenn noch alle dabei sind. Danke vielmals fürs Feedback. Andres, sehr, sehr nett. Sehr geschätzt. Danke vielmals. Und ich glaube, wir haben uns verdient, jetzt nach rund 40 Minuten mal über das Konkrete zu reden, nämlich über Social Media und Digital. Aber wie gesagt, mir ist wichtig, dass du den Gesamtkontext verstehen willst. Es gibt viel zu viele Statistiken daraus, die einfach mal heißen, du musst es auf TikTok setzen und du musst es auf Xing etwas machen. Und eigentlich weiß man gar nicht, wieso nicht überhaupt etwas bringt. Weil, schauen Sie, heute da draußen, wir reden mit einer Welt, wo 7,6 oder eigentlich 7 bis 8 Social Media Accounts bei den privaten Nutzern unterwegs ist. Wir verbringen, wie gesagt, 142 Minuten auf Social Media lang. Jetzt haben die etwa 2000 Mal an, selbst wenn es nur 500 Mal ist, selbst wenn es nur 300 Mal ist. Es ist Wahnsinn, was da passiert. Und auf der anderen Seite haben wir Firmen, die nur 2 oder vielleicht 1 richtig nutzen können. Ihre Wahrscheinlichkeit ist relativ gering und ich will Ihre Wahrscheinlichkeit erhöhen. Ich will erhöhen, dass Sie es schaffen, die richtigen Leute zu erreichen mit Ihrer Botschaft, die Sie haben. Weil in dem Moment müssen Sie wissen, wenn Sie nicht Priorität haben, Social Media mit Google und Ihrer Webseite zusammenzubringen. Und das schaffen Sie nur dann, wenn Sie auf etwas setzen, nämlich auf Video. Video, das ist Statistik, die wir sehen, die immer wieder während der letzten 5-6 Jahre ist das Zunahme um 10%. Das heisst, die Leute möchten mehr Videos, sie möchten weniger Audio, wobei ich nicht ganz sicher bin jetzt mit der ganzen Push-Geschichte von Podcast. Da kommt einiges auf uns zu, aber die Leute lesen weniger. Und das führt vor allem zu etwas, wo wir gemerkt haben, in einer eigenen Umfrage, die wir gestellt haben, von wegen, was interessiert die Leute. Wir haben nämlich herausgefunden, dass 70% so die How-Tos zunehmen, das sagt Google selber. Man sieht, dass Lego der grösste Account ist, der grösste Firmen-Account. Mit extrem vielen Views. Und man wissen, dass YouTube für die Welt die zweitgrößte Suchmaschine ist, die zweitgrößte Social Media mit mehr Verweildauer als Facebook, Amazon, Video und Netflix zusammen. Wenn Sie mich auf der rechten Seite schauen, warum die Leute auf YouTube sind, das ist original von Think with Google, das heisst, das ist von Google selber, Statistik, die sie publizieren. Sie sehen da, ich will etwas repariert haben, sie sehen da, ich will etwas Unterhaltung haben natürlich, aber da sehen wir bereits, ich will etwas Neues lernen. Ich möchte etwas wissen, ich will ein Problem haben und dann wieder etwas Uniques, ja, etwas Einzigartiges und dann mich relaxen und dann mich stressen. Und Sie sehen da in dem Moment, dass alles andere in dem Moment super wichtig ist. Und das heisst, YouTube ist extrem relevant für alle, die eigentlich möchten in Zukunft auch gefunden werden. Und ich habe vorher ganz kurz angetönt, dass wir eine Umfrage gemacht haben, wir haben nämlich 49 Personen gefragt, was machst du eigentlich auf YouTube? Und wir haben herausgefunden, dass etwa 53% machen Musik, 30% bis 40% möchten lustige Sachen haben, Let's Play-Videos wird oft genannt, sprich andere Leute beim Spielen zuschauen. Und schauen Sie aber die untere Zahl an, die Tutorials, die sogenannten Anleitungen. 75% von Leuten sagen, jawohl, ich gehe auf YouTube und ich will wissen, wie etwas funktioniert. Und das wird dann noch viel extremer, wenn Sie wissen, wie viel Minuten wir eigentlich auf YouTube verbringen können. Was denken Sie? Studie von der GfK. Was denken Sie, wie viele Minuten Video verbringt Schweizerinnen und Schweizer jeden Tag mit Video? Wie viele Minuten denken Sie, haben wir heute so ein bisschen übrig zum 120, 2 Stunden?
30 Minuten? 20? Okay. Also wir haben 20, 30, 120, 45? Okay. Ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, wenn ich sie heute so ein bisschen hier enttäuschen muss. 120 bis 60. Ja, es schön wäre es. Und sind sie bitte nicht böse. Und ja, die Schweiz funktioniert trotzdem, aber es sind 5 Stunden. 5 Stunden Video wird jeden Tag im Schnitt konsumiert übers Internet und 4-3/4 Stunden allein auf YouTube. Natürlich können Sie sagen, ja, das sind die ganzen Videos und Musiksachen, die im Hintergrund laufen tun. Natürlich, allerdings müssen Sie wissen, das kann ich natürlich auf dem Handy nur bedingt machen, weil dann, wenn ich dort YouTube zumache und ich habe kein YouTube Premium, dann ist die App zu, dann wird sie geschlossen. Das heisst, es muss irgendwo auf dem Desktop hindurchlaufen oder mit dem Laptop hindurchlaufen. Und selbst wenn es nur irgendwo passiv genutzt wird, dann sehen wir vor allem, was auf der anderen Seite passiert. Oder Netflix mit 2,5 Stunden, Twitch mit 111 Stunden. Und grundsätzlich wissen wir heute, dass die Leute einfach videosüchtig sind. Die Leute schauen die Videos noch und nöcher. Und das sieht man auch, wenn man weiss, fragen, welche Plattformen gut funktionieren. Das sind oftmals multimediale. Und ich habe da eine Statistik mitgebracht, um so ein bisschen gesehen, von wegen einerseits Bekanntheit versus Nutzung. Das heisst, es ist nicht bewusst, dass wir zwar in der Schweiz irgendwo zum Teil weniger als ein Jahr oder zum Teil zum Drittel etwa mehr als 6 Jahre effektiv Social Media nutzen, aber damit sind wir irgendwo zwischen TikTok und Snapchat angegliedert, weil Sie sehen jetzt mal, wie alt ist, wie jung die entsprechenden Netzwerke sind. Schauen Sie mal, wie lange es die Netzwerke schon gibt. Wie lange gibt es jetzt schon zum Beispiel Snapchat seit 9 Jahren, wie lange gibt es Wish, das ist ein Einkaufsnetzwerk, wo Sie können, mit Social Selling sozusagen in Social Commerce betreiben. Instagram ist bereits 10 Jahre alt, Facebook ist 14, YouTube ist 15, LinkedIn ist bereits 18, Blogger tun wir seit 23 Jahren, Blogspot.com und Blogger.com und auch Netflix gibt es bereits seit 23 Jahren. Amazon, eine der erfolgreichsten Online-Unternehmen, gibt es bereits seit 26 Jahren. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit, wenn wir eigentlich solche mitspielen wollen, von wegen, was da passiert, dann sehen wir von wegen, dass eigentlich wir da mit 3 bis 6 eigentlich eher so im Kindergartenalter sind und die anderen sind bereits in der Sek. Da kommt die Frage von der Nicole Wacker, gibt es Statistiken zum ehrlichen Konsum bei YouTube eher leisten oder eher weisse Weiterbildung? Ist sehr eine gute Frage. Grundsätzlich wissen wir, dass heute auf YouTube eigentlich sich Musikvideos mit entsprechenden unterhaltsamen Beiträgen waghalten, zusammen mit entsprechenden Wissensgeschichten. Man wissen, dass etwa ein Drittel auf YouTube geht, um Nachrichten zu schauen und sich informieren dort über Sport, Politik, Wissenschaft und Technik. Man wissen allerdings, wenn die Leute aktiv bei YouTube etwas eingeben, dann ist es ein Großteil Fragen. Wie funktioniert etwas? Warum? Woher? Wie kann ich einrichten? Was kann ich reparieren? Und so weiter und so fort. Und die Frage ist natürlich, in welchem Stadium befindet sich die Person? Ist sie eher am Morgen unterwegs und möchte ein bisschen berieselt werden? Ist sie am Tag unterwegs und möchte etwas repariert haben? Ist sie am Abend und möchte irgendwo mit allenfalls Partner oder Partnern etwas anschauen? Es kommt mehr darauf an, was die Intention ist dahinter. Grundsätzlich allerdings müssen Sie sehen, dass wenn die Leute aktiv etwas übergeben, dann ist es eher etwas, wo es um Wissen geht, eher etwas, wenn ich etwas befriedigt habe, wenn ich ein Problem habe. Und wenn ich eher passiv unterwegs bin, ist es eher im Lifestyle, sprich Musik oder Filmbereich. Sehr, sehr gerne. Danke Ihnen. Und wenn wir doch schon bei den Statistiken sind, schauen wir doch mal an, was das grösste Social Medium ist in der Schweiz. Was denken Sie, was ist das grösste soziale Netzwerk, das wir haben in der Schweiz? Was hat die meisten User? Und vielleicht können wir gerne als Nummer 2 gerade auch noch erwähnen. Was denken Sie, was ist so das grösste, das wir da aussen momentan am Markt haben? Die Person, die zuerst ist, kriegt das Buch. Nicole Wacker, herzliche Gratulation. Okay. Ist leider falsch, aber das Buch kriegen Sie trotzdem. Sehr gern. Das grösste Netzwerk draußen, Trommelwirbel fast, ist WhatsApp. WhatsApp mit 6,5 Millionen Userinnen und User ist etwas, wo extrem genutzt wird und Sie werden staunen, wie oft Story-Updates, sprich die ganzen Statusmitteilungen auf WhatsApp angeschaut werden. Leider kann man es nicht gross auswerten, leider kann man nicht irgendwelche Links posten, aber WhatsApp ist etwas, wo Schweizer und Schweizer extrem brauchen können. Auf Nummer 2, und das spricht vielleicht auch für die 4 Stunden, die da irgendwie verbrötelt werden, drauf ist YouTube mit 5,5 Millionen.
Leute, sprich Accounts, die drauf sind. Facebook mit 3,8. Facebook hat mal eine Zeit lang ein bisschen einen Downer gehabt, mal abgenommen bei den User und User. Jetzt wieder mehr am Zunehmen, dank Funktionen wie zum Beispiel Marktplatz und Gruppe, die sehr gut funktionieren. Natürlich in einer sehr spezifischen Zielgruppe, aber da werden Sie auch noch überrascht sein, wie alt die Leute sind. LinkedIn hat Instagram überholt. Instagram, je nachdem, was Sie glauben, das ist meine eigene Recherche jetzt, das ist auf Platz 5 und Snapchat eher ein bisschen auf der eintümpelnden Ast, Twitter dementsprechend auch. Pinterest ist mir am Kommen und Xing, das sage ich leider immer wieder, Xing ist tot. Und Sie müssen sich natürlich fragen, ist Ihre Zielgruppe auf dieser Plattform drauf? Instagram, da jetzt in Pink, ist eher 20 bis 30. Es gibt aber auch sehr viel bis 40. Aber schauen Sie, die grösste Gruppe ist zwischen 20 und 30. Und Facebook, sehen Sie, die grösste Gruppe ist zwischen 30 und 40 und dann wieder über 60. Wenn Sie schauen, LinkedIn, die sind eher so ein bisschen ab 30 und dann geht es 40 bis 50 aufwärts. Und für Sie ist eigentlich nur eins wichtig, wenn wir heute wissen, dass auf Social Media, also 7 bis 8 Accounts auf eine Person kommen. Das heisst, ich bin heute unter Umständen als Userin, als User bin ich auf WhatsApp, ich bin auf YouTube, ich bin auf Facebook, ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Instagram und ich bin wahrscheinlich noch irgendwo auf Xing, da bin ich bereits bei 6 Accounts. Und wenn man wissen, dass 7 bis 8 Accounts die Leute die brauchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die meisten Leute auf 2, 3 Accounts, sprich für 2 auf 3 Plattformen sind. Das heisst, es führt keinen Weg vorbei, dass sie sich mittelfristige Gedanken machen. Bin ich heute auf Facebook und auf Instagram? Bin ich auf LinkedIn und auf Instagram? Sie kommen nicht mehr darum herum, zu finden, setze ich auf die richtigen Plattformen, will ich die Leute dort auch finden. Was weiß ich überhaupt über die Leute und stimme mein Inhalt und Angebot mit dem überein? Und das ist ganz wichtig, dass Sie einen Fokus haben. Fokussieren Sie sich auf die Kanäle, wo Ihnen den Traffic bringen können. Fokussieren Sie sich auf die Kanäle, wo Sie wissen, das ist meine Hauptperson drauf. Und schaffen Sie darauf, dass Sie vor allem jemanden glücklich machen, neben der Person natürlich. Und das ist der Algorithmus. Weil der Algorithmus bestimmt, ob Sie entdeckt werden. Und wir haben heute ein grosses Problem, wenn es um Social Media geht, und das ist so eine sogenannte Sichtbarkeit, die am Schluss dazu führt, dass leider niemand irgendwo bei Ihnen noch ein Like dort lässt. Like ist übrigens gar nicht so wichtig, das kommen wir nachher noch geschwind. Aber oftmals wird sich gefragt, ja, ist eigentlich der Algorithmus, ist der gut oder ist der schlecht? Ist der, ja, mein Freund oder mein Feind, und nein, er ist leider nichts. Das ist eher ein Esel und es ist ein Schiedsrichter, der entscheidet, ob die Inhalte, die Sie ausspielen können, spannend könnten sein. Weil schauen Sie, in dem Moment ist etwas ganz wichtig. Social Media Netzwerk wollen vor allem meistens Ihre Aufmerksamkeit. Und das schaffen Sie nur, wenn Sie langfristig neben Dopamin auch Oxytocin auslösen. Und jeder Link, den Sie posten, jedes Video, das nicht gut funktioniert, das wird das Dopamin-Level wird das senken. Und das möchte der Algorithmus eigentlich nicht. Der Algorithmus möchte, dass die User und User süchtig werden nach der Plattform, nicht unbedingt nach ihrem Inhalt. Das eine ist Mittel und das andere ist der Zweck. Und das führt dazu, dass die Sichtbarkeit extrem abgenommen. Sie sehen da Statistik, wo Sie sehen, wie hoch Ihre Sichtbarkeit ist. Das heisst, bei 1000 Leuten, wenn Sie 1000 Followerinnen und Follower haben, dann ist die Sichtbarkeit, wird mal getestet aufgrund von einer entsprechenden Sichtbarkeits- Variable, das heisst, wenn Sie jetzt die aktuelle Zahl nehmen auf Facebook, dann sehen werden, bei 20 Leuten wird das testen. 20 Leute sehen, dass man der Inhalt gut ist oder nicht. Wenn er bei den 20 Leuten ankommt, dann wird er weitergetragen. Wenn er nicht ankommt, dann stirbt er. Bei Instagram sind es 3,7%, das heisst, sind einiges mehr natürlich, wo die Leute das sehen. Also die Datenbanken wird grösser, bei LinkedIn wird es noch grösser. Aber wichtig ist immer der Gesamtzusammenhang zu sehen. Schauen Sie mal, wie das abgenommen hat, wie das immer, immer weniger wird, das Ganze. Und das Problem in dem Moment ist natürlich, dass Sie, wenn Sie gerade bei LinkedIn sehen, zum Beispiel 20% auf 8% runtergehen, dann sehen Sie, wie das extrem gefiltert, das liegt am Geschäftsmodell. Weil die entsprechende Plattform wissen natürlich auch, dass die Aufmerksamkeit natürlich fair verteilt werden muss, aber gleichzeitig geben sie natürlich auch sehr gerne Geld aus für Werbung. Und auf das setzen die Plattformen. Die Plattformen setzen nämlich einerseits darauf, dass es gefiltert wird, aber gleichzeitig wissen sie auch, dass wenn sie keine Aufmerksamkeit kriegen, dass ihnen das etwas wert ist. Das heisst, dann setzen sie eben auf Werbung. Und tun Sie bitte mir einen riesen Gefallen für 2020, hören Sie auf mit Werbekampagnen. Hören Sie auf, Werbung zu schalten dort. Geben Sie nur das Geld, was Sie sehen, die Beiträge funktionieren bereits gut. Wenn Sie mich sehen, dass irgendetwas gut funktioniert, dann können Sie das bewerben, tun Sie das pushen, tun Sie nicht irgendwo rausgehen und diese Kampagne machen, die Leute nervt Werbung erst, versuchen Sie mehr auf organischen Content rauszuhaben. Was mag der Algorithmus? Der Algorithmus mag AIDA. AIDA ist das Prinzip aus dem Marketing von Aufmerksamkeit, Interesse, D steht für Desire und A steht für Aktion. Das heisst, das AIDA-Prinzip
das wird berücksichtigt. Und mir ist ganz wichtig, dass wir die vier Schritte ganz kurz anschauen können, weil der erste Schritt ist, bleibe ich hängen. 2 Sekunden Aufmerksamkeit lange bereits zum Hängen bleiben. Das heisst, wenn ich einen Post sehe auf dem Handy oder auf dem Desktop, wenn ich 2 Sekunden drauf bleibe, dann habe ich Interesse. Wenn ich weniger als 2 Sekunden sprich, einfach weiter scrollen gehe, dann habe ich bereits kein Interesse, das merkt der Algorithmus. Dann kommt das erste Interesse und das ist meistens Klick auf mehr oder mehr anzeigen. Und das ist mir ganz wichtig, dass Sie verstehen, Sie müssen mehr schreiben. Sie müssen mehr schreiben auf Ihren Social Media Beiträgen. Also nicht nur Hashtags und nicht nur einen Satz, sondern mehr. Weil in dem Moment, wo die Person draufklickt und auf mehr anzeigen, ist es bereits ein Interesse. Je länger die Person drauf ist, weil sie etwas anschaut, da ist Video ebenso wichtig, darum funktionieren Videos so fantastisch und Stories natürlich auch. Wenn die Leute länger drauf bleiben, dann sind sie dementsprechend interessiert, dann haben sie den Wunsch mehr zu fahren und aus dem kommt auch die Aktion aus. Und bei Aktion reden wir immer von Teilen und Kommentieren. Likes, das ist vorbei, später, wenn wir nachher über Instagram reden, dann sehen sie einfach, dass eben die ganzen Likes gar nicht mehr wichtig sind. Was mir ganz wichtig ist im Moment, denken Sie immer daran, es sind nicht nur Ihre Follower, die Ihre Inhalte sehen, sondern vor allem auch die Leute, die darüber raus im Netzwerk drin sind. Und das heisst, Sie müssen wissen, dass das ganze System hat. Ich habe die Folie drin, die können Sie alle ruhen, dann nochmal sich zu Gemüte führen, wenn Sie die Unterlagen bekommen. Aber schauen Sie, dass das Ganze im System verstanden ist. Weil da haben Sie auf der rechten Seite haben wir den Eisberg. Der Eisberg führt dazu, dass Sie für Ihre Unternehmensseite oder Sie mit Ihren Profilen etwas posten, wo grundsätzlich mal gewissen Leuten, die an den Kontakten das Problem helfen, dort lösen. Das schafft es über den Content. Und der Content der sollte dazu führen, dass ihr mit den Leuten darüber reden, sprich Conversation, dass die Leute reagieren. Das ist das erste Wichtige, was passiert. Und was viele Leute falsch machen, ist, sie landen im sogenannten Tal des Todes, weil sie nicht konsistent, regelmäßig ihre Community Informationen rausbringen. Und das führt dann eben dummerweise dazu, dass die Leute an den Sachen nicht kaufen. Und der Prozess braucht Zeit. Der Prozess ist etwas, was Sie regelmäßig machen müssen, weil sonst haben Sie nicht den langen Schnuff, um wie den Eisberg ohne durchtauchen und wieder oben raufzukommen. Das heisst, Sie müssen vor allen Dingen etwas machen, das heisst, Ihren Inhalt ändern. Versuchen Sie mehr hinter Kulissen blicken zu lassen. Versuchen Sie gerade im Jahr 2020 mehr zu zeigen, wer macht was und warum. Setzen Sie wirklich auf die W-Sachen. Gehen Sie helfende Anleitungen. Teilen Sie Insiderwissen teilen. Zeigen Sie, was macht jemand im Tag, im Leben von. Das muss nicht nur der Bürohund sein oder der Büropapagei, sondern zeigen Sie Einblick. Zeigen Sie Sachen, die die Leute könnten interessieren. Und wie können Sie es machen? Ich habe eine ganz kleine Anleitung mitgebracht, wie Sie so etwas könnten umsetzen. Weil oftmals scheitern wir daran, also, oh, was soll ich heute posten, was soll ich morgen machen? Teilen Sie sich ein Thema setzen. Setzen sich ein Thema, ein Jahresthema oder ein Quartalsthema oder einen monatlichen Fokus und tun Sie von Anfang an 10, 20, 30 Posts vorbereiten, vorproduzieren. Und wählen Sie dann 2 bis 3 Wochentage aus, wo Sie ein fixes Thema haben, wo Sie in den nächsten 10, 12 Wochen dann produzieren. Es kann zum Beispiel sein, sagen Sie, ich möchte Dienstag und ich möchte Freitag und ich möchte Samstag nutzen zum Posten, weil ich weiss, dann funktioniert es bei mir. Und dann tun Sie dann zu dem Thema etwas produzieren. Der Vorteil ist, wenn Sie etwas im Vorproduzieren tun, dann wissen Sie bereits, dass Sie während der nächsten 10, 20 Wochen Futter haben. Die Leute gewöhnen sich an etwas. Sie können Botschaften repetieren, die Leute erreichen man dementsprechend mehr. Und es spielt immer so eine große Rolle, wenn Sie es posten, weil Sie müssen dann posten, wenn die Leute aktiv sind. Das heisst, eigentlich eher am Morgen oder Mittag auf Facebook, am Abend eher auf Instagram und auf LinkedIn eher am Morgen nach 16 Uhr. YouTube geht immer, weil es ist passiv, der wird gesucht. Und Google My Business geht auch immer, weil das ist auch etwas, was entsprechend angegeben wird, wenn Sie etwas suchen tun. Und da helfen Tools, da zeige ich Ihnen gerade nachher noch geschwind eins. Denken Sie einfach da, was ist guter Content? Und guter Content ist etwas, was verdaubar ist. Gut verdaulicher Content, das ist wichtig. Und erlauben Sie mir da so ein bisschen den entsprechenden Satz vom Buffet zum Snack. Und wir haben immer das große Buffet und sind völlig überwältigt und trotzdem machen wir dann so kleine Happy und das Ganze dementsprechend die Apro-Happy aufteilen und dann reden wir von Content-Snacks. Wenn Sie von Anfang an 10, 20, 30 Posts vorbereiten, wenn Sie von Anfang an von grosses, kleines Denken tun, dann können Sie davon profitieren. Versuchen Sie wirklich mehr auf guten Content zu setzen, der begeistert wird, der multimedial ist, der dazu führt, dass die Leute das begeistert wird. Und wenn Sie das sehen, dann sehen Sie ja, dass guter Inhalt vor allem etwas ist, und das ist langfristig. Man redet nämlich von Evergreen. Evergreen ist für die meisten ein Ohrwurm, aber eigentlich kommt es aus dem Amerikanischen und Evergreen ist ein Tannenbaum. Und ein Tannenbaum ist etwas, wo grundsätzlich langfristig Leute interessieren tut. Also weniger von wegen, wie ob jetzt da irgendwie die Meghan Markle und Prinz Harry sich jetzt aus der entsprechenden royalen Familie verabschieden und mehr eigentlich, ja, was verdienen die eigentlich den ganzen Tag, was machen die
überhaupt. Das heißt, versuchen Sie sich eher auf Themen zu interessieren, zu fokussieren, die langfristig denkt sind, also Sachen, die immer wieder kommen. Sie wissen wahrscheinlich am besten aus Ihrer eigenen Erfahrung, was die Leute interessiert. Das sind Themen oft Tipps, Schritt für Schritt, Rezept, Interviews, Geschichte von etwas, wie starte ich etwas, mache ich etwas besser, Definitionen, gelassen, fangen Sie mit dem an. Versuchen Sie auf Social Media vor allen Dingen Sachen rauszuspielen, wo die Leute kann interessieren, weil es einen Beitrag für das Problem lösen tut. Und wenn Sie wissen, dass Sie vorproduzieren müssen, 10 bis 20 oder 30 Posts im Voraus, wenn Sie wissen, dass Sie müssen sich an ein Thema interessieren, dann ist noch etwas wichtig, nämlich gewichtig. Denken Sie dem bitte an meine 5-3-2-Regel. Die 5-3-2-Regel sind wir jetzt seit 3 Jahren am Testen und am Machen und sie funktioniert fantastisch. Das ist ein einfacher Grund, weil sie hilft einem ein bisschen zu gewichten und zu orientieren. Wenn Sie 10 Posts haben, schauen Sie, dass 50% dazu führen, dass sie Traffic generieren können, weil sie Wiedererkennung schaffen können. Also Sachen, wo die Leute nicht unbedingt jetzt gerade irgendetwas verkauft bekommen, wo nicht irgendwie bluffig sind, sondern versuchen sie etwas herzumachen, wo dazu führt, dass die Leute nicht wiederkommen. Weil das führt langfristig, dass ihre Brand aufgebaut wird. Das können sie 30%, sprich 3 von 10 Posts dürfen ihren Brand ein bisschen pushen und nur 20% oder 2 Posts sollten Werbung sein oder kommerziell. Und das heisst übrigens auch, wenn sie 2-3 Werbeposts machen, dann müssen sie dementsprechend im Umkehrschluss die anderen 80% nicht werbend machen. Also wenn sie am Schluss ein Produkt verkaufen, tipptopp, aber reden Sie bitte 8-mal darüber, was das Produkt löst, was das Produkt hilft, aber nicht das Produkt im Vordergrund stellen, sondern vor allen Dingen, dass sie verstehen, warum eben sie dazu beitragen können, dass das Ganze eben auch dementsprechend gelöst wird. Und das führt dazu, dass sie langfristig jedes Mal die Baseline haben, wo sie regelmäßig dann hilfreiche Content ausspielen, wie die sogenannte Highline, die Multiplikation schaffen und nur die Topline dann kommerziell sich irgendwo positionieren. Und das ist extrem wichtig, weil, wissen Sie, langfristig müssen wir Beziehungen aufbauen. Wir müssen Beziehungen aufbauen auf Social Media, müssen zeigen, wer wir sind, was machen wir, was können wir, verstehen wir, was sind wir und am Schluss wird investiert in ein Event, ich komme vorbei in ein Produkt, das gekauft wird, es muss aufgebaut sein. Und wenn Sie die 5-3-2-Regel denken, dann denken Sie bitte auch, 2020 ist das Jahr vom Nicht-Perfektionismus, weil perfekt gibt es leider nicht. Wenn Sie einen Post machen, dann versuchen Sie, so gut wie es geht, Sachen zu machen, wie dass Sie in Abschnitt schreiben, dass Sie Einblick geben, dass sie vielleicht mit einer Frage anfangen, dass sie Hashtag, wenn sie verwenden, nicht am Schluss her, sondern entweder in den Text einbauen, weil dann führt das dazu, dass der Text hervorgehoben wird, die Leute können draufklicken und es passiert noch mehr, aber die ganze Hashtagerei am Schluss und so weiter, das Ding ist tot, das funktioniert nicht, es wird keiner sich an ihre Hashtag erinnern und Algorithmen sind sowieso keinen Bock auf die. Algorithmen sind nämlich ganzheitlich, holistisch orientierte Mechanismen und Programme und die werden sowieso ihren Text lesen und je mehr Inhalt sie geben, je mehr Fleisch im Knochen, je mehr Tofu in der Suppe sie liefern, umso besser. Geben Sie Inhalt. Versuchen Sie mit Dateien zu arbeiten, sprich, wenn Sie Dateien aufladen, nicht irgendwelche YouTube-Links und irgendwelche Blog-Links. Tun Sie wirklich, entweder wenn Sie keine Bilder haben, eigene Bilder zu machen und sonst Pixabay oder Pexels, also nicht immer Bilder nehmen, die sonst irgendwo sind, sondern immer natürlich dort Bilder nehmen, die Creative Commons sind, die kostenlos sind und auch können verwendet werden. Und wenn Sie Links posten, dann werden die meisten jetzt wahrscheinlich denken, oh mein Gott, was ist jetzt das? Wenn Sie Links posten, dann tun Sie die in Kommentaren. Das betrifft vor allem Netzwerke wie Facebook und LinkedIn. Wir haben nämlich das schon herausgefunden, dass wenn Sie einen Link posten, dass das weniger Reichweite hat. Weil Facebook und LinkedIn möchte nicht, dass die Leute auf den Link klicken und gerade abhauen tun, weil dann sind sie nicht auf ihrem Netzwerk. Tönt Sie also, wenn Sie unbedingt einen Link posten müssen, einen Blogbeitrag, ein Event oder sonst irgendetwas, machen Sie einen informativen Post und schreiben Sie den Post so, dass Sie am Schluss können schreiben, mehr Informationen gibt es im Kommentar, da finden Sie einen Link. Posten und der erste Kommentar ist nachher der Link. Hier geht es zu weiteren Informationen. Das mag am Anfang ein bisschen komisch stehen, aber es funktioniert. Sie werden weniger abgestraft. Das funktioniert bei Facebook und bei LinkedIn, weil bei Instagram können Sie keine Links posten, außer den Stories und nur dann, wenn Sie verifiziert sind oder 10'000 Follower haben mindestens. Das heisst, versuchen Sie auf diesen zwei Netzwerken wirklich die Links in die Kommentare zu tun. Wenn es nicht sollte, ja, machen Sie mal einen A-B-Test, schauen Sie mal, was besser funktioniert. Aber je mehr, dass Sie das berücksichtigen, umso besser werden Ihre Posts werden. Wenn Sie jemanden erwähnen können, wenn Sie jemanden vertaggen können, wenn Sie eine Location einfügen können, machen Sie das bitte immer. Weil wir wissen heute, dass die sozialen Netzwerke es lieben, wenn Sie ihre Funktionen nutzen können. Und für alle, die sagen, ja gut, ich will wenigstens einen schönen Post machen, da gibt es Tools wie zum Beispiel Canva. Ich
Also nicht, ob ihr Canva kennt, aber Canva ist ein kostenloses Tool. Da können Sie eben Logos, Posters, Flyer, aber ja Social Media Posts machen in der richtigen Größe. Das heisst, das kostenlose Tool ermöglicht Ihnen, dass Sie in einer Palette von Möglichkeiten Posts machen können. Sie haben entsprechende Creative Commons Bilder. Sie haben immer die richtige Schrift hinterlegt. Sie haben immer das richtige Format. Und Sie können die Sachen wiederverwenden und wiederverwenden. Und Sie sehen ganz viele Möglichkeiten da. Können die hinzufügen, können die Sachen anpassen. Sie können sogar Animationen machen. Die Animationen führen nachher dazu, dass die Leute das eher auch anschauen können. Und sehen Sie so eine Preview, so ein GIF, wo dann gemacht wird. Eine ganz tolle Sache. Ich empfehle das sehr aus einem einfachen Grund. Es ist kostenlos und sonst ist es relativ günstig. Etwa 12 Dollar kostet das Ganze. Dann hat es ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber es ist grundsätzlich gratis. Und schauen Sie wirklich, dass Sie die Tools brauchen, wo Sie Ihre Creative Commons, Ihre lizenzfreie Bilder nur 2020 wird das Jahr sein, wo immer mehr Netzwerke darauf schauen, ob Sie irgendwo Musik im Hintergrund haben, wo Ihnen nicht gehört, dass Sie Bilder verwenden, die Ihnen nicht gehört, und dann werden Sie abgestraft. Und das wird die unbedingt vermeiden. Schauen Sie wirklich, gehen Sie auf Pixabay, gehen Sie auf Pexels, gehen Sie auf Unsplash, auf Themen, Seiten, wo Sie die sogenannten Creative Commons Lizenzen finden. Nehmen Sie nur Musik, die entweder von Facebook oder von YouTube zur Verfügung gestellt wird, wenn Sie etwas postet. Und ja, der Aufwand ist definitiv in der Zeit. Sie müssen Zeit investieren. 40 Stunden im Monat, 20 Stunden im Monat, 10 Stunden im Monat, ist egal. Wo versuchen Sie wirklich irgendwo Zeit zu dedizieren. Sie können allerdings darauf hoffen, dass Sie mit einem Tool, wie zum Beispiel Social Pile, das mir sehr empfehlen, können arbeiten. Mit Social Pile können Sie nämlich ganz viele Kanäle verbinden, wie zum Beispiel Facebook-Seite oder Gruppe, LinkedIn-Profil-Seite, Pinterest, Google My Business. Für Instagram habe ich nachher noch etwas anderes, was Sie können brauchen. Das Tolle ist, Sie können die Posts vorbereiten. Sie können die auch wirklich schreiben, wunderbar. Sie können da auch entsprechend Bilder hinzufügen, wenn Sie möchten, oder Video hinzufügen. Und dann können Sie das da auf der rechten Seite, sehen Sie die ganzen Netzwerke, können Sie es posten. Und das Tolle ist, Sie haben in dem Moment einen fix fertigen Redaktionsplan. Sie haben auch eine Auswertung, wo Sie die echten Sachen anschauen können. Sie sehen Ihre Wachstumszahlen während der letzten Wochen, Monate oder Jahre. Und Sie sehen da, wenn Sie mit Fans online, was da passiert, was ist Ihr Engagement. Und das Tool ist leider nicht kostenlos, es ist das günstigste, was es draußen gibt, weil es kostet momentan 20 Franken pro Monat, die Sie brauchen können. Alles andere ist mittlerweile, Buffer ist mal gratis gewesen, das ist nicht mehr gratis, aber das lohnt sich. Das lohnt sich vor allen Dingen darum, weil Sie haben die Möglichkeit, wunderbare Auswertungen zu machen. Und für alle, die sagen, gut, ich will das direkt machen, das geht auch. Sie können auf Facebook können Sie Beiträge planen, auf LinkedIn können Sie es nicht. Auf Facebook Hootsuite können Sie auch sehr gerne nutzen, kostet allerdings auch etwas. Und das heisst, in dem Moment haben Sie das Problem bei Hootsuite, dass Sie wahrscheinlich ganz viele Plattformen, wo Sie wie zum Beispiel Google My Business nicht können, verbinden können. Das möchte man eigentlich grundsätzlich ja haben. Aber Sie können sehr gerne Hootsuite verwenden, wenn Sie möchten. Wenn Ihnen das Tool zusagt, ist eine Frage, die jetzt gerade gestellt worden ist, unbedingt das verwenden. Wichtig ist, dass Sie das Tool nehmen, das Ihnen entsprechend tut. Das kann auf Instagram zum Beispiel auch Planoly sein. Planoly ist gratis, da können Sie 30 Posts vorbereiten auf dem PC, das heisst, mit dem Laptop und dem Desktop können Sie da Ihre Posts vorbereiten, können Sie da rumschieben, können Sie da vergleichen und dann können Sie die planen und wird automatisch postet mit Auswertung und allem drum und dran. Das heisst, was Sie wissen ist, versuchen Sie kostenlosen Content zu machen, aber niemand sonst Content. Das heisst, Content, wo etwas bringt. Denken Sie an 532. Schauen Sie, welche Tools für Sie funktionieren. Zeiten von ganz gratis sind leider vorbei. Sie werden immer Einschränkungen haben. Nehmen Sie das Tool, was Sie aber Freude haben. Das Tool, was etwas bringt. Das Tool, was Auswertungen liefert. Versuchen Sie, etwas zu nehmen, das sagt, mol, das funktioniert für mich. Und natürlich immer wieder auch spontan posten. Nicht immer nur planen. Das ist immer ein grosser Fehler, der ganz viel machen tun. Immer nur alles einplanen und zwischendrin nichts spontan machen. Die Algorithmen merken das. Tun Sie Zeit reservieren. Machen Sie das, was sich lohnt. Das wissen Sie hoffentlich auch von wegen, wenn Sie Auswertungen machen tun. So. Damit haben wir jetzt schon einen Großteil abgedeckt und bevor ich zum letzten Teil komme, auch hier in der Frage, gibt es Fragen. Ich habe ein paar Plattformen mitgebracht, um ein bisschen Update geben tun, damit es ein bisschen wissen, auf Sie zukommt. Gibt es Fragen bis dahin? Ich schaue, ob sich da etwas tut im Chat. Es sind noch alle da, das ist wunderbar. Danke vielmals, perfekt, dann möchte ich sagen. Schauen wir doch mal ein paar Updates an.
im Rahmen von Updates unbedingt Google My Business anschauen. Ich weiss, alle sind immer gerne auf Facebook und alle sind immer gerne auf Instagram und auf LinkedIn, aber bitte unterschätzen Sie Google My Business nicht. Weil Google My Business hat auf der linken Seite, wie Sie da sehen, die Möglichkeit, neue sogenannte Beiträge zu erstellen. Sie können auf Google My Business Beiträge erstellen, das sind sogenannte Posts. Das sind Sie da auf der rechten Seite die Vorschau, wo Sie können machen können, wo die Leute draufklicken können. Und es ist sehr entspannend, weil Sie können da Sachen wie tun, wie zum Beispiel reservieren oder bestellen oder kaufen oder anmelden oder anrufen. Und das ist super spannend, weil Sie können die zwischen 7 und 30 Tagen anbieten. Sie können da auch Ihre Rezession verwalten, das wollen Sie unbedingt. Sie können eine Telefonnummer hinterlegen und dann kommen Sie SMS über. Sie können aber ein Produkt hinterlegen, Sie können Ihre Leistung, Ihre Dienstleistung hinterlegen. Und ganz viele Möglichkeiten, die Sie brauchen können. Und sehen Sie nur da, wie viele Aufrufe da gemacht werden, allein über Google My Business für ein ganz kleines Projekt, das Bootcamp, das super klein ist eigentlich, aber schauen Sie, wie viele Anrufe und wie viele Anfragen das da passieren können. Und das Tolle bei Google My Business ist vor allem die Auswertung. Sie können schauen, über welches Keyword finden die Leute ihre Firma und wie viele kommen direkt, wie viele kommen indirekt. Schauen Sie mal an, wie viele indirekt kommen. Sie sehen, wie viele das anrufen können. Ein fantastisches Tool, das meiner Meinung nach völlig unterschätzt wird. Google My Business muss auf ihren Plan gehören, 2020, damit die Leute viel mehr, gerade wenn sie um die lokale Suche fahren, das Ganze dort nutzen. Schauen Sie auch Instagram genauer anschauen, weil Instagram wird vor allem etwas machen, und das ist einerseits Likes abschaffen und Stories viel mehr fördern. Stories ist etwas, das extrem groß ist. Man sieht die sogenannten DAUs, das ist die Daily Average Users, die Stories dann posten. Nutzen Sie die Möglichkeit von Stories. Stories sind Sachen, wo, gerade wenn Sie auch wenig Follower haben und wenig etwas machen, das kann auch ein Firmenaccount machen auf Instagram. Das heisst, Sie können etwas posten. Ich habe die Statistik mitgebracht, wie viele Stories werden gemacht innerhalb von einem Monat. Und Sie sind so die absoluten Top-Influencer, die machen so 4-10, also eigentlich jeden zweiten Tag eine neue Story. Und dann machen die Woche weniger, sie machen vielleicht 9 bis 10. Aber der Schnitt ist so 7 bis x Stories. Also, sie müssen nicht jeden Tag eine Story machen. Das ist nicht die Idee, aber regelmäßig. Stories werden angeschaut. Und Stories sind spannend, weil Stories verbinden die Leute wieder mit etwas, was hinter den Kulissen passiert. Vielleicht mit Persönlichkeiten, mit Leuten. Und Stories, das ist etwas Cooles, weil sie haben 15 Sekunden Videozeit, 10 Sekunden Bilderzeit. Also, sie können sich überlegen, was ihnen lieber ist. Sie können die Leute auffordern, ihnen Nachrichten zu schicken. Bei 14 Stunden halten und Sie können die Views und die User, die Sie angeschaut haben, anschauen. Sie können leider keine Links hinterlegen, außer Sie sind einen verifizierten Account und oder haben 10.000 Follower. Aber Sie können mit denen arbeiten. Es sind ganz viele Möglichkeiten, um zu interagieren. Sie können weitere Add-ons hinzufügen, Sie können Fragen stellen, da unten. Sie können Umfragen machen, Sie können Leute erwähnen, Sie können wirklich sehr viel machen mit dem Ziel, dass Sie mindestens 10 Sekunden Aufmerksamkeit haben. Wenn Sie sich erinnern mögen, dann habe ich gesagt, die durchschnittliche Aufmerksamkeit ist 8 Sekunden, die nächste ist 15 Sekunden. Das heisst, gerade wenn Sie neue Sachen machen, versuchen Sie mit Stories zu arbeiten. Versuchen Sie, Stories einzubinden, weil Stories führt dazu, dass die Leute mit Ihnen interagieren können. Und ja, es wird auf uns zukommen, hoffentlich auch auf anderen Plattformen. Likes werden unsichtbar werden. Likes sind nämlich eigentlich ein grosses Übel von unserer Zeit, weil alle sind immer auf die Likes aus und Instagram ist bei einzelnen Accounts schon am Test. Wir haben auch einen Account jetzt, der jetzt schon betroffen ist, wo man sieht, da wird nicht mehr angezeigt. Sie sehen es da auf der rechten Seite jetzt in dem Screenshot von wegen, man sieht immer noch die einzelnen direkten Kontakte. Und ist das schlimm? Offensichtlich nicht, weil es funktioniert. Weil man redet endlich nicht mehr über sogenannte Vanity Metrics. Vanity Metrics sind so Sachen, die man oftmals mit Firmen reden dort von wegen, oder auch mit Influencern, ja, du vielleicht hast das letzte Foto gekriegt, wie Follower ist eigentlich, ja, aber mit dem viel mehr Follower wie ich, jetzt müssen wir Follower kaufen, mach das bitte nie. Der Algorithmus sorgt dafür, dass die Leute das sehen, was interessiert dort. Das heisst, setzen sie viel mehr darauf, dass Leute interagieren können. Wenn die Leute interagieren, beim sogenannten UGC, das ist für User-Generated Content oder in anderen Wörtern, Sachen, wo Leute über Seiten posten. Setzen Sie bei Instagram damit unbedingt auf, dass Kunden Inhalte erstellt haben für Sie. Oder dass Sie einen Account-Takeover machen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lernende, mal für eine Woche, zwei, drei, vier ihren Account betreuen. Ich habe da unten dran den Swiss mitgebracht, wo Mitarbeitende während einer gewissen Zeit darüber erzählen, was eigentlich da passiert. Corporate, die Firma tut immer noch darüber reden, tut immer noch Posts machen, aber jemand ist spezifisch
drin und dort über Hintergründe, über Sachen reden. Die Leute müssen sie schulen natürlich, die Leute können sie abholen, aber schauen sie mal, was da alles Spannendes kann passieren. Schauen sie auch, was Kunden können über sie erzählen, was hinter Kulissen passiert. Sie müssen natürlich wissen, wie sie erwähnt werden. Das funktioniert oftmals über einen Hashtag oder über ein Ad und dann immer belohnen und Danke sagen. Aber versuchen sie mehr darauf zu setzen, was Leute innerhalb von der eigenen Firma oder Kundinnen und Kunden dort machen. Das funktioniert viel besser als klassische Firmenkommunikation. Das sehen wir übrigens auch bei LinkedIn. LinkedIn unbedingt auf Plattformliste 2020 setzen, weil gerade mit den Events, mit LinkedIn Live und mit den Top Voices passiert da ganz viel. Vielleicht haben Sie es gesehen, LinkedIn hat seine eigenen Influencer, nennt die Top Voices statt Linkfluencer, für sich auch viel besser finden. Und die Top-LinkedIn-Person ist 2019 gewesen, Patricia Lehre, auch sehr aktiv auf Twitter. Ich finde es fantastisch, sie macht einen guten Job und sie ist unter 12 Millionen Mitgliedern die, die am meisten Interaktionen beigeführt hat. Die oftmals Themen, die mich betreffen oder andere betreffen, gehen Sie mal schauen, was sie macht. Sie macht einen fantastischen Job da draußen. Und das Spannende bei LinkedIn ist, dass LinkedIn möchte wirklich Leute fördern, die Expertinnen und Experten sind. Sei es jetzt da von Amazon, sei es von Leuten von Microsoft, sei es Tech-Unternehmer, was auch immer. Sie haben eine riesen Chance mit LinkedIn, wenn Sie vor allem eins verstehen, es geht Ihnen nicht um Likes, sondern es geht um die Reichweite. Ich habe da kurz meinen Screenshot, ich habe etwa 5000 Kontakte auf LinkedIn, aber ich habe regelmäßig mehr Ansichten gesehen, da 6000, 4000, 14000 Ansichten. LinkedIn ist spannend, weil LinkedIn sorgt dafür, dass die Leute, die sie interessiert, den Beitrag nur einmal sehen. Das heisst, wenn sie oftmals so hören, von jetzt habe ich den schon wieder gesehen, dann ist es nicht der gleiche Beitrag, sondern das Gold. Sorgen Sie dafür, dass Sie Reichweite haben auf LinkedIn, dass mehr Leute sie sehen. Und das schaffen Sie ganz ohne Werbung, das schaffen Sie auch, wenn Sie da sehen, nicht mit unbedingt ganz vielen Kommentaren und Beiträgen, schaffen Sie damit, dass der LinkedIn-Algorithmus dafür sorgt, dass Sie eine Reichweite haben. Nutzen Sie auch eine Funktion, die heisst Bloggen oder besser Artikel schreiben. Sie können nämlich auf LinkedIn Blogs, die Sie bereits gemacht haben für Ihre Webseite, wie recyceln, Teile daraus nehmen und nachher posten. Sie können Bilder drin tun, Sie können Links drin tun. Da funktionieren Links fantastisch. Und Sie werden vielleicht am Anfang nicht viel Ansichten haben, Sie werden viel Interaktion haben. Wenn Sie auch sehen, 300 Ansichten, aber 105 Likes, davon sind jeder Dritte, der den gelesen hat, hat er gut gefunden. Und es ist immer das Verhältnis natürlich, aber schauen Sie vor allem, dass Sie da Resultate haben, wo die Leute begeistern und bewegen tun. Und falls Sie das Gefühl haben, Sie müssen ein bisschen mehr machen mit LinkedIn, ich habe Ihnen zwei Links drin, wo Sie sehen, was momentan funktioniert auf LinkedIn. Ich habe eine aktuelle Checkliste für Sie, wo Sie können Ihr Profil optimieren können. Alles gratis, ohne Inbound, können Sie abladen und dann können Sie schauen, ob es funktioniert für Sie. Und mir ist wichtig, dass Sie LinkedIn unbedingt vom Radar haben, weil LinkedIn wird durchstarten noch viel mehr als das wie bereits letztes Jahr. Mit LinkedIn Live, wo bereits ausgerollt ist für gewisse Leute, es funktioniert erst über ein Drittool, das müssen Sie abonnieren, wenn Sie etwas zahlen dort, wenn Sie es machen können, aber LinkedIn Live kann einen Screenshot von dem Webinar-Stream können Sie machen und Sie sehen da bereits, wie das funktioniert, dass man da darüber kommunizieren kann. Events, ich bin bei den Beta-Users dabei, die das getestet hat. Und Sie sehen bereits, man kann das eigentlich seit letztem Jahr bereits nutzen, jetzt offiziell ausgerollt ist bereits seit dem letzten Winter. Und LinkedIn-Events führt dazu, dass Leute immer mehr natürlich auch so Events veranstalten, wo Sie können Ihren Link drin tun, da funktioniert es fantastisch, einen Link drin tun, zum Tickets verkaufen oder auch zum sich anmelden. Und das ist etwas, wo LinkedIn extrem pusht, ist gerade im beruflichen Umfeld. Es muss nur B2B sein, es ist vom beruflichen Umfeld. Erreichen Sie die Leute auf LinkedIn während der Bürozeit, das ist eigentlich meine Botschaft dahinter. Und wenn wir schon im Büro sind, doch ein anderes Spektrum anschauen, TikTok. TikTok ist gekommen, um zu bleiben, allerdings mit einer sehr spezifischen Zielgruppe und sind Sie sich eins bewusst, TikTok ist eine chinesische Firma. TikTok hat nämlich damals in 2017 Musical.ly gekauft, einen amerikanischen Mitbewerber, und ist integriert worden in Douyin, das ist der Markenname dahinter, wo da dahinter steckt. Und TikTok ist vor allem eins, TikTok ist ein Aufmerksamkeitsnetzwerk, das dazu führen soll, dass die Leute etwas dort machen. Und Sie sehen das ganz oft in so Sachen. Der Song ist eigentlich der bekannteste, der durch TikTok viral gegangen ist. Im Dezember 2018, letztes Jahr der meist gestreamte, meist gespielte Song.
wo der Yang Qiu da entsprechend angepasst hat. Und TikTok hat die Yiha-Challenge gemacht und das, plötzlich ist das Ganze durch die Decke gegangen. Aber lohnt sich durch das nicht irgendwo verunsichern, weil TikTok ist ein Netzwerk für eher Jugendliche, die nicht irgendwo bespielt oder bespaßt werden mit Werbung. Es gibt momentan auch keine Möglichkeit, als Unternehmen Werbung zu machen. Und es ist extrem schwierig, die 15 Sekunden, die sie haben, um ein Video zu machen, so zu timen, dass es wirklich funktioniert. Aber es ist eine wahnsinnig spannende Content-Plattform, die sogenannte Content Creators. Wenn sie so jemand sind, dann machen sie das und sonst lassen sie es sein. Wir haben ein wunderbares Beispiel aus Winterthur, das ist Stadt Burahil. Stadt Burahil im Gegensatz zum offiziellen Winti-Polizei, Stadt Bur Winti-Account, der nicht funktioniert hat, der funktioniert, ihren funktioniert sehr gut. Sie können sich da sehr gerne mal informieren, was da ein bisschen passiert. Sie macht einen wahnsinnig guten Job, aber es ist aufwendig. Es ist aufwendig, weil man muss interagieren. Die 2920 Likes sind verdient, aber man muss etwas machen dafür. Der Royal hat es geschafft, dass die Leute im Winterthur nicht mehr so mit dem Scooter rumrasen. Sie hat es geschafft, dass man ein bisschen mehr Polizeialltag sieht und ein sehr trockenes Thema auf eine sehr spannende Art und Weise überbringen wird. Sonst TikTok beobachten, nicht gross reinstürzen, außer sie haben die fantastische Idee, dann bin ich sehr gerne bereit, Ihnen auf TikTok zu folgen, was das angeht. Was ist sonst noch unterwegs? Natürlich Chatbots. Chatbots sind allerdings seit 2 Jahren bereits ein Thema. Dort sind es vor allem die, die intelligenter sind im Bereich von Lead-Generierung und Kundendienst. Natürlich Augmented Reality, auch schon längeres Thema. Mit Mehrwert, schauen Sie sich mal das Thema IKEA an, wo man entsprechend Möbel platzieren kann. Programmatic Advertising, auch schon länger unterwegs, aber wird jetzt noch intelligenter. Ein neues Bidding-System kommt bei Google Ads Office zu. Und Voice, Thema Voice, wenn man ein bisschen gehypt wird. Einfach da der Hinweis nochmal, es funktioniert auf Englisch und auf Deutsch, Schweizerdeutsch nicht so wirklich. Sprachsuche ist etwas, so gross angegeben wird und die entsprechenden Assistenten, aber sonst eigentlich nicht. Und auch etwas, was ich mitgebe, ist das Thema Podcasts. Vor allem dessen, weil Podcasts bei Google bereits Einzug gefunden hat. Wenn Sie heute nach Podcasts suchen, finden Sie da dementsprechend bereits Podcast als Index bei Google selber. Und da funktioniert vor allem etwas, das ist Unterhaltung, Hörbücher, Wissen und wilde Feedback, solche Technik. Aber nicht zu unterschätzen, Sie können mit Podcasts bereits das eine oder andere ein bisschen jetzt pushen und machen. Und zu guter Letzt noch Influencer. Ich weiss, Influencer, man mag es nicht so, es war ein Schimpfwort 2018, aber es funktioniert. Es funktioniert vor allem in kleineren Tranchen, also bis 10'000 Follower, bis 1'000 Follower. Es funktioniert, weil einerseits die Leute nicht unterbrochen werden, nicht gestört werden. Das Werbung ist immer stören, Werbung ist immer unterbrechen. Und Influencer schaffen es eigentlich, durch eine Markenbotschaft so etwas zu machen. Und auch wenn man schlecht darüber redet, man redet darüber. Und ich habe eine wunderbare Idee, vielleicht können Sie ja irgendwo Ihre Mitarbeiter so zu Mikroinfluencer machen. Weil Mikroinfluencer sind die Influencer, die schaffen, bis zu 10% der Leute zu engagieren. Als Vergleich, ein grosser Influencer, ein grosser Influencer, je grösser ist, umso mehr sinkt die entsprechende Interaktionsrate. Nur 1% reagiert, 2%. Es funktioniert trotzdem, aber schauen Sie mal das Potenzial, das Sie mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern haben auf diesen sozialen Netzwerken. Und dass es sich lohnt, das sieht man definitiv, weil jeder Dollar, der investiert wird, bringt 5 Dollar zurück und das kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr. Ich hoffe, ich kann Sie ein bisschen inspirieren und begleiten auf dem Weg, wenn es um Social Media und digitale Trends 2020 geht. Ich weiß, es ist viel Information, ich bin mir sicher, es wird Ihnen das eine oder andere in den Sinn kommen, wenn Sie mal anfangen, in kleinen Schritt, Baby Steps irgendwo anfangen können. Ich nutze die Gelegenheit immer noch am Schluss, dass Sie können jetzt noch Fragen stellen, sollte irgendetwas sein, möchten Sie noch etwas wissen, möchten Sie irgendetwas noch beantwortet haben, dann können Sie das sehr gerne machen im entsprechenden Chat. Gibt es irgendwelche Fragen, die Sie gerne beantwortet haben möchten? Und sonst, ich weiß, es ist Freitag, es ist bereits 17:30 Uhr, die meisten möchten wahrscheinlich irgendwann mal im Feierabend gehen, den Abend und das Wochenende geniessen. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, Sie heute indirekt kennenzulernen. Und freue mich auch in Zukunft miteinander Kontakt haben. Sie können mich sehr gerne erreichen auf frage@rogerbasler.ch. Und sonst, wie bereits gesagt, ich stelle es sehr gerne zur Verfügung für Fragen jetzt noch. Klar, es sind etwa 5-6 Minuten laufen, die Fragen beantworten. Und sonst für alle, die sagen, für mich ist es gut gewesen, bedanke ich mich ganz herzlich. Ich wünsche einen ganz schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, einem neuen Jahr. Danke vielmals und auf Wiedersehen. Sie dürfen übrigens einen französischen Abgang machen, das heisst einfach den Chatraum verlassen und dementsprechend rausgehen.
Danke vielmals fürs Feedback, Frau Wacker, danke, Klärische, danke vielmals, Frau Wirt. Danke vielmals. Wunderbar, Marwan, danke vielmals, immer am Ball bleiben. Ich sehe, die Ersten haben schon den Chat um respektive das Webinar verlassen. Das ist absolut in Ordnung. Ich freue mich, wenn Sie das Wochenende geniessen können. Danke für mal ebenfalls schönes Wochenende. Ich erkläre jetzt, danke. Noch 5 sind drin. Lassen Sie sich da nicht. 4, 3, 2. Danke mal und ganz schönes Wochenende. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Auf bald.